2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Moin, Dienstag, 23. Februar, ungefähr 19.10 Uhr. Wir sitzen wieder im Konferenzraum der Fanräume im Bauch der Gegengrade des Millantor-Stadions. Schauen diesmal auf ein total dunkles Heiligengeistfeld, wo inzwischen aber gefliest wurde, so ein bisschen. Da kann Justus nachher mal vielleicht was zu sagen, wie das Ganze jetzt sich anfühlt, wenn man da nicht mehr durch den Schlamm warten muss, direkt vom Fanladen. Und freuen uns auf eine sehr unterhaltsame Abendsendung, die natürlich wie immer die 90 Minuten nicht übersteigen wird. Zu meiner Rechten, in kuscheliger Armlängenentfernung, im schwarzen Nike-Kapuzenpulli, Justus. Guten Abend. Was trinkst du da Schönes? Spezi trinke ich natürlich. Aber du musst noch mal erzählen, was wir da noch stehen haben. Von wem ist das denn eigentlich? Das ist Bier, was es im Fanladen gibt. Jetzt mal ernsthaft, warum hast du zwei Flaschen und trinkst im Wechsel? Weil ich erst Spezi trinken wollte und dann gemerkt habe, dass ich vielleicht doch Bier trinken wollte und dann das mir auch noch genommen habe. Das kann man im Mund auch super Überheblichkeit. Diesel heißt das bei uns. War das nicht Bier und Cola? Ja. Ja, aber Spezi fällt für mich da. Egal, begrüß mich doch erstmal. Rico, Mensch, du auch hier. Ja, ich hab's auch geschafft. Ich bin immer gut angezogen, frisch rasiert. Ich habe mein Bart redesigned, das könnt ihr jetzt im Radio nicht sehen. Redesigned, so heißt das. Jetzt werde ich vielleicht nochmal ein Selfie probieren heute, wenn Zeit ist. Das hast du letztes Mal versprochen und nicht gemacht, glaube ich. Was wollte ich denn? Millionen Hörer enttäuscht. Was habe ich denn, warum? Ich weiß nicht, irgendwie wieder ein Pulli oder so, keine Ahnung. Modefragen halt. Ja, freue mich auf heute Abend. Ja, schauen wir mal. Dann zu seiner Rechten Sebastian im Flügrille-Shirt. Genau, die Flugrolle. Moin. Wilko hat mich gerade noch so ein bisschen verstört, weil ich Redesign für einen Bart gerade ein unfassbar cooles Wort finde. Das ist modern. Lernt man das als Social Media, Heini, oder? Nee, aber das ist doch gängiges, wenn man sich so ein bisschen Anschluss an die jungen Leute hat, dann hat man die Vokabel noch drauf. Ich denke, du und Bibi ist nicht mehr. Nee, ich bin jetzt ein Melina Sophie Fan, aber die ist ja auch jung. Ja, okay. Okay, das entgleitet uns wieder. Lassen wir das. Last but not least zu Sebastians Rechten Philipp. Guten Abend. Hallihallo, moin, servus oder was man noch so alles in Deutschland sagt. Ich habe ja gehört, wir werden von überall gehört, also von daher. Gott zum Gruße begrüßt er uns. Ja. Philipp ist seines Zeichens Torwart beim FC St. Pauli und da werden wir nachher nochmal dann genauer drüber sprechen, warum er hier ist und was wir ihm alles an interessanten Infos entlocken werden können. Ganz kurzer Rückblick. Ich habe bei der letzten Sendung dazu aufgerufen, uns auf iTunes zu bewerten, unter anderem mit schreibt doch einfach sowas wie Super Ebayer. Das hat dann auch jemand gemacht und uns dafür noch 5 Punkte gegeben. Fand ich super. Also gerne weiterhin bei iTunes für uns voten. Hilft uns unfassbar, habe ich gehört. Ja, da darf man auch lügen. Da darf man auch lügen, genau. Man kann auch einfach nur so 5 Sterne geben. Wir werden heute sprechen über die letzten 3 Spiele, die da waren. Das 2:0 in Fürth, das 1:0 gegen Leipzig und dann noch ein Heimspiel gegen den FSV Frankfurt. Und dann in der zweiten Hälfte uns unserem Gast ausführlicher widmen, nämlich Philipp Herwagen, und mal gucken, was wir da über die Torhüterbranche und die dreckigste Industrie auf der Welt, naja, egal, noch so alles erfahren werden. Mit Schweinen oder so, ich weiß nicht mehr. Es ging nicht um Fußball übrigens. Und das, wie immer, in, wie gesagt, maximal 19 Minuten natürlich. Und um das einzuhalten, werden wir jetzt beginnen mit dem Spiel gegen Fürth. Und jetzt habe ich mein Handy wieder weggesteckt, dabei wollte ich doch die Tore spielen. Ich habe uns zusammengeschnitten die Tore, die wir da erzielt haben, nämlich in der 34. Minute Marc Hornschuh und in der 62. war es Waldemar Sobota. Und das Ganze, wie immer, formvollendet, live moderiert im AFM-Radio, unter anderem von Wolf. Und wenn ich die Dateien hier auch finde, kann ich die auch gleich abspielen. Da sind sie, so. Eckball für St. Pauli und wenn man einen Spieler sieht, der da mit links anläuft, dann könnte es Marc Schadkowski sein. Diesmal ist es Sobota. Sobota von der rechten Seite mit dem linken Fuß, sehr flach die Ecke. Schul klärt den Ball raus, aber am rechten 16er Eck steht Alushi Gold richtig. Sobota nochmal mit einer Flanke, ein bisschen verlängert. Bekopf und Tor! Flankenball Richtung kurzer Pfosten. Da steht ein Spieler des FC St. Pauli, der den Ball verlängert und dann fliegt er, glaube ich, nur noch lang rein, wo Lennart T. den Ball, glaube ich, nur noch abstauben muss am linken Pfosten. Spielminute 34. Wer hat den Kopfball gespielt? Da müssen wir jetzt mal irgendwie die Menschen fragen, die einen Fernseher haben. Die Grün-Weißen reinbringen. Stiepermann
Schön raumgreifender Diagonalpass auf die rechte Seite. Jetzt mit Tempo angelaufen. Rechte Seite. Flankenball in die Mitte rein. Keiner kriegt den Ball. Rückraum. Stiepermann schießt. Marc Schadkowski aus 30 Zentimetern wirft seinen kleinen Körper rein. Blockt den Ball. Und in der Mitte jetzt zwei Spieler von St. Pauli. Alushi hat den Ball. T läuft mit. T kriegt den Ball weiter. Nicht ganz genau. Die Pässe bleiben aber im Ballbesitz. Und ein Flankenwechsel auf die rechte Seite. Wo ist Waldemar Sobotta? Aber den Ball vorlegt. Sobotta kommt allein in den 16er. Waldemar Sobotta. Lupfer. Tor! Sensationell gespielt, Waldemar Sobotta, schnelle Brustannahme in der Drehbewegung, seinen Gegenspieler ins Leere laufen lassen. Das ist Ganze ungefähr 18, 19 Meter vor dem Tor, halbrechte Position, mit der Brust am Gegenspieler den Ball vorbeigelegt. Und dann mit kleinen Schritten hackelt er, tippelt er im Volltempo auf Mielitz zu, aus ungefähr 8, 9 Metern. Dann der kleine Chip mit rechts gelupft ins lange Eck, Mielitz ausgelupft, ausgenockt. 2-0, 61. 62. Spielminute. Ganz feines Tor. Waldemar Sobotta. So war das. Und ich glaube, von uns waren nur zwei Leute da, nämlich Philipp und Sebastian. Sebastian, magst du anfangen? Ja, zu den Toren muss ich ja nichts mehr sagen. Ich fand's gut. Sehr kurz, ne? Ich habe ja eine relativ katastrophale Auswärtsbilanz in den letzten Jahren, von daher war ich sehr beruhigt, dass ich dann auch noch auswärts siegen kann. Ich fand souveränes Spiel, hat Spaß gemacht. Fußballerisch, die ersten 10 Minuten fand ich so ein bisschen stressig, weil ich mir so ein bisschen unschlüssig war, ob das jetzt die ganze Zeit so weiterläuft und Fürth dann irgendwann ein bisschen mehr Zugriff auf die letzten 20 Meter des Platzes kriegt oder ob die weiter sich so doof anstellen. Dann wurde es ausgeglichener, dann irgendwann das Tor und danach hatte ich irgendwie nie mehr das Gefühl, dass da noch was anbrennen würde. Fand ich gut, gerade für nach der Winterpause und auswärts und Fürth und so, sehr entspannter Spieltag. Ich war ja noch bei einem Kumpel, bei Jakob und waren irgendwie Samstagabend schon unterwegs und Fürth ist sehr beschaulich da, habe ich festgestellt. Aber ganz niedlich. Das Stadion, ich habe ja dann angefangen, das Stadion zu loben und dachte so, ich finde das eigentlich ganz wirklich mit diesem da reingebauten, in die Tribüne steht ja so ein Funktionsgebäude, das die Hälfte der Haupttribüne quasi einnimmt, wo dann wohl auch die Logen sind. Und das fand ich ganz charmant, weil halt mal ein bisschen was Spezielles. Habe ich dann erfahren, das wird jetzt abgerissen. Also jetzt. Von daher mal gucken, wie es danach aussieht. Aber sehr netter Fußballausflug nach Fürth. Aber gut. Bauen die denn an derselben Stelle neu? Genau, die machen es wohl so ähnlich wie wir. Sprich, Rekonstruktion jetzt erstmal der Haupttribüne sozusagen. Das ist ja die alte, das klassische Rohnhof-Ding, ne, was da steht. Weiß ich nicht, wie klassisch okay. Das ist, aber da steht halt dieses Gefühl. Aus dem Gästeblock links, oder? Genau, vom Gästeblock links. Das, wo dann irgendwie die eine Hälfte das Haus ist. Oder so ein Containerhaus irgendwie und die andere Hälfte halt die Tribüne. Aber die sieht ja aus wie, keine Ahnung, wie hier bei Victoria, die hohe Lufttribüne. Die ist ja nicht viel größer. Und daneben steht dann dieser komische, unförmige Würfel mit den Logen. Genau, aber das fand ich irgendwie ganz ulkig, weil es halt mal was anderes ist. Aber ich so, ist ulkig, die so, wird abgerissen. Ungefähr ab morgen. Das war doch das Stadion auch mit den ulkigen Namen der Vergangenheit, ne? Ja, aber jetzt hat es auch einen ulkigen Namen. Ja, und da gab es eine Choreo, ne? Zu dem Namen? Genau, die Vierte hat eine Choreo. Sinngemäß heißt das Stadion ja jetzt, ich krieg Hauer aus Fürth, egal. Sowas wie Stadion am Rohnhof und dann unten drunter in kleiner geschrieben irgendein Sponsorenname, das ist ein Bauunternehmer. Michael Geduldet Sommer. Von oder? Michael Kühne oder so. So ungefähr. Immobilienmakler ist er. Oder so, genau. Jedenfalls Kohle über Immobilien. Auch eine ganz ehrbare Branche. Total. Unterhaltungsindustrie eben. Ne? Ja. Und die hatten dann über der, ja, nennen wir sie mal Ultrakurve, da eine Komplett-Choreo irgendwie, wo dann drauf stand, ja, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber so sinngemäß, einmal Rohnhof, immer Rohnhof oder so. Die haben sich wohl darüber gefreut, dass ihr Stadionname so halbwegs erhalten bleibt und es jetzt nicht wieder Playmobil oder Trolley Arena oder so. Ganz schlimm. Aber wohl alles Unternehmen aus der Region. Wichtig für die Region, wie Karlsruhe. Kaiserslautern. Das scheint irgendwie beliebt zu sein, ne? Kaiserslautern, Karlsruhe, Schwächen. Aber damit machst du dich auf beiden Seiten, glaube ich, überhaupt nicht beliebt. Das macht nichts, ich kenne da keinen. In beiden Städten nicht.
Ja, ansonsten fußballerisch, wie du sagst, die ersten 10 Minuten waren, glaube ich, hätten wir auch 1-0, 2-0 hinten liegen können. Aber danach war das dann relativ souverän, oder? Ich weiß gar nicht, ob wir hinten hätten liegen können. Ich glaube, in der zweiten Minute gab es so eine Szene, wo Robin Himmelmann ganz gut gehalten hat oder sehr reflexartig. Aber sonst hatte ich so ein bisschen den Eindruck, die treffen Natur nicht. Also so, die hatten zwar Chancen, die hatten auch im Spielverlauf so 2-3 Konter, wo ich dachte, wenn man Fußball spielen kann, könnte das was werden. Aber es war dann immer so, dass die entweder den Pass, also den letzten Pass auf den Spieler vor dem Tor irgendwie nicht so richtig hingekriegt haben oder der Spieler vor dem Tor den Ball dann irgendwie so angenommen hat, dass er 10 Meter weiter weg landete. Das war so ein bisschen, ich fand es nicht so stressig. Also ich habe schon Spiele gesehen, da habe ich eher damit gerechnet, dass der Gegner das Tor trifft. Manches Mal hat man ja so ein Bauchgefühl, manches Mal habe ich auch Unrecht mit meinem Bauchgefühl, aber okay. Geht ja auch eine Menge Gefühle rein in deinen Bauch. Ne? Alter. Ist das wieder der Lambsdorff-Pulli? Was sagt Ewald denn bei so einem Spiel in der Halbzeit? Genau so weitermachen, geht wieder raus, spielst Fußball? Oder ist dann tatsächlich bei so einem Spiel auch, dass man irgendwie taktische Anweisungen gibt, die anders sind als vor dem Spiel? Ich habe gerade irgendwie Gänsehaut, weil du gerade sagst, geht raus und spielt Fußball. Ich hatte den Trainer in Unterhaching, Andreas Brehme, der hat das eigentlich, glaube ich, jeden Tag gesagt, geht raus und spielt Fußball, aber das war's dann auch. Deswegen habe ich jetzt gerade so ein bisschen, dreht sich mir gerade so ein bisschen die Zehennägel hoch. Nee, das hat er nicht gesagt, es ging nur so ein paar kleine taktische Maßnahmen, aber im Endeffekt war es so, dass jeder gemerkt hat, auch auf dem Platz und auch neben dem Platz, das gemerkt hat, was du jetzt schon beschrieben hast, dass das Spiel zu unseren Gunsten kippt. Also was heißt kippt? Es war ja nie so, dass wir jetzt, klar, zweite Minute hatten wir eine Situation, die war brenzlig, aber man hatte von draußen auch so nicht das Gefühl, dass sie groß durchkommen. Und je länger das Spiel dauerte, desto mehr hatte man das auch das Gefühl, dass irgendwann auch der Treffer jetzt dann für uns fallen wird. Und das Tor, wie wir das dann machen, war dann fast symptomatisch, weil ja der Ball wäre wahrscheinlich, wer weiß, da gibt es ja immer noch Streitigkeiten innerhalb der Mannschaft. Der Ball wäre vielleicht auch so reingegangen, man weiß nicht so ganz genau. Standen auf jeden Fall viele Leute dazu bereit, den Ball einfach reinzuschießen und reinzumachen. Und wie du auch schon beschrieben hast, gerade dann auch dann in der zweiten Halbzeit, da war es nur noch die Frage der Zeit, wann wir denn den entscheidenden Konter setzen und mit dem zweiten richtig schönen Tor von Waldi, wo er dann auch endlich dann auf seiner Seite dann so durchgekommen ist mit ein bisschen mit seinem Können und natürlich das Glück, was er in der ersten Halbzeit nicht hatte, hatte er dann in der zweiten Halbzeit, wo sich den Ball sehr schön vorbeilegt und dann eiskalt mit einem Chip über die Schulter des Torhüters. Und das sage ich auch mit den Stürmern, wenn ihr vom Torhüter steht, das Schwierigste ist entweder dran vorbeizulaufen, und zwar so, dass das Standbein zwischen dem Ball und dem Torhüter ist, oder der Schuss scharf über die Schulter oder der Chip über die Schulter, weil es der längste Weg ist für den Arm. Und wahrscheinlich hat sich Waldi gedacht, als er aufs Tor gelaufen ist, oh, was hat mir Philipp damals noch gesagt? Ich sitze jetzt nämlich in der Kabine. Deswegen hat er auch so lange gebraucht zum Abschließen, wahrscheinlich. Ich schipp den Ball jetzt einfach mal drüber und macht er natürlich wunderbar, wunderschön und freut mich für den Jungen umso mehr so. Und ich muss auch sagen, klar, erste Spiel nach der Vorbereitung, die waren hochmotiviert, die sind angerannt mit Mann und Maus die ersten 10 Minuten, aber dann haben wir denen auch so ein bisschen den Stand abgekauft, muss ich sagen. Mhm. Du hast das erste Tor schon angesprochen, dass es noch Diskussionen gibt. Das war ja das, wo Marc Hornschuh dann den Ball noch den letzten Zentimeter über die Linie begleitet. Im Nachhinein dann ja sogar mit der Zehenspitze im Abseits stand. Wann kriegt man denn sowas im Spiel mit? Also läuft man dann erstmal zum Fernseher? Gerade du, wenn du draußen sitzt und guckst erstmal, war das Abseits oder nicht? Oder besprecht ihr sowas dann schon in der Halbzeit? Vielleicht auch mal mit einem neckischen Kommentar? Oder? Also dieser neckische Kommentar kam natürlich nach dem Spiel, wenn die Spannung so ein bisschen abfällt, dann werden natürlich Scherze gemacht, wer jetzt den Assist bekommt, wer bekommt das Tor auch zu gut geschrieben und dann geht so ein bisschen Diskussion hin und her. Das kann man natürlich machen, wenn man 2-0 irgendwo gewinnt. Wenn man verloren hätte, wäre wahrscheinlich das anders gewesen. Ich hatte nur, der erste Blick war bei mir zum Linienrichter und ich meine erkannt zu haben, dass der Linienrichter kurz mal gezuckt hat, aber die Fahne doch unten gelassen hat. Und mein zweiter Blick war dann zum Trainer rüber, also zu Matze und Abder, die dann auch schon so ganz ein bisschen irritiert erst geguckt haben, aber dann auch gejubelt haben. Und mein Gott, der Schiedsrichter fällt immer, die Betonung liegt auf immer, Tatsachenentscheidungen. Und wenn es kein Abseits war, dann ist es einfach Tatsache. Da kann man reden, wie man will, das bleibt, ist und bleibt Tatsache. Also muss Marc Hornschuh Bernd Nerich jetzt seinen ausgeben, oder weil er ihm das Tor geklaut hat? Ja, das ist jetzt die große Frage. Ich weiß nicht, wie die beiden das dann irgendwie geklärt haben, aber
ja, gut, im Endeffekt ist es auch egal, wer die Tore macht. Aber es war dann schon nochmal eine kleine Diskussion in der Kabine nach dem Spiel, ja. Ja, so viele Tore schießt der Nährich ja auch nicht, also. Ja. Ja, bitte. Okay. Im Nachhinein egal. Ja, Schiedsrichter war Manuel Grefe. Hast du einen Lieblingsschiedsrichter? Felix Brüch, ganz klar. Muss ich leider. Ja, immerhin sagst du nicht eitig. ja, Manuel Grefe, also in der Partie fand ich jetzt nicht so gewohnstark wie sonst. Gut, für das Abseits-Tor konnte er ja nichts, das war ja nicht Richter. Es ging auch so ein bisschen. Man sieht ja auch manchen Schiedsrichtern, die so ein bisschen über den Ding so ein bisschen drüber stehen. Man kann das so oder so handhaben. Man kann mit den Spielern richtig kommunizieren, man kann aber mit den Spielern auch falsch kommunizieren. Und kein Spieler will dem Schiedsrichter irgendwas Böses. Und leider hat man manchmal das Gefühl, dass Spieler, und ich bin ja auch ein Spieler, der, wenn er nicht spielt, auf der Bank dann auch mal emotional wird und auch mal was reinruft, aber auch nicht immer so gegen den Schiedsrichter. Aber ich will dem Schiedsrichter nichts wegnehmen. Also der kann ja trotzdem dann am Abend dann sein Bierchen trinken und so. Das störe ich ihn mehr bei nicht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich denn irgendwas Böses tun will oder so. Und die Situation hatten wir jetzt, ja, ich kann mich an Kaiserslautern erinnern, auswärts. Da hatten wir so ein bisschen Disput oder auch andere Spiele, ist jetzt auch egal. Aber das ist halt bei. Das ist jetzt meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Felix Brüch jetzt ein bisschen anders. Und ich denke, dass auch 80% der Profis da mir da zustimmen würden, in der Meinung. Genau, wenn du sagst, Brüch ist einer, der dir gut gefällt, was genau? Also dieses Kommunizieren dann? Das Kommunizieren oder? Und das Kommunizieren auf Augenhöhe. Also es ist halt, klar, der Schiedsrichter, er leitet das Spiel, er bei ihm gehen alle Fäden zusammen. Der Schiedsrichter steht auch unter brutalem Druck, weil er kann im Endeffekt nicht jedem recht machen, weil egal, ob er jetzt Foul pfeift oder nicht, irgendjemand wird immer schimpfen. Das ist einfach so. Wobei man sagen muss, und das finde ich auch super an dem Publikum hier, dass der Schiedsrichter, wenn er halbwegs eine gute Leistung bringt, dass er hier auch mit Applaus dann verabschiedet wird, was ich absolut gerechtfertigt finde, weil er auch dann auch nur seinen Job macht. Und ich nicht glaube, dass ein Schiedsrichter absichtlich falsch pfeift. Leider habe ich bei einem Spiel mitgemacht, wo es der Schiedsrichter leider dann gemacht hat. Aber ich denke nicht, dass ein Schiedsrichter absichtlich irgendwie was falsch macht oder jemanden oder im Spieler irgendwas reindrücken möchte und sagt, ja, die gebe ich jetzt sofort eine gelbe Karte oder den Strafstoß gebe ich nicht, weil ich den Trainer nicht mag oder was der Teufel irgendwas. Also ja, und da geht es halt auch um Kommunikation. Ich finde, dass er das sehr gut macht. Welches Spiel war das, wo du... Wir haben mit Unterhaching ein Heimspiel gehabt gegen Saarbrücken, zweite Liga. Da war ein sogenannter Herr Holzer, war dort Schiedsrichter und wir haben dann in der zweiten Halbzeit einen sehr fragwürdigen Elfmeter erhalten. Den haben wir leider verschossen und dadurch, glaube ich, das Spiel auch verloren. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Es stellte sich dann am Ende heraus, dass in der Halbzeit der Schiedsrichter Kontakt hatte dann mit den Drahtziehern und da nochmal ein bisschen mehr Geld auf einen Punktgewinn oder ich glaube sogar auf den Sieg von uns nochmal oben drauf gab. Und das war dann im Nachhinein so ein bisschen, versteht man so, warum das alles so passiert ist und so. Und das ist natürlich nicht gut für den Sport und ja, sehr schade einfach. Ja, ist auch voll, also da fühlt man sich auch als Berufsfußballer so, ne? Dann ist man ja nur noch so ein Schauspieler, Marionette irgendwie. Ja, ist voll widerlich. Ja, also im ersten Linie ist ja der Zuschauer dafür. Also betrogen. Ja. Der Spieler ist betrogen, weil er natürlich um seinen Sieg kämpft. Und zum Zweiten ist es der Spieler, ist es der Zuschauer, der dann auch in gewisser Weise betrogen wird. Und das ist war ein starkes Stück damals, das dann so zu erfahren, dass ein Spiel von uns da auch betroffen war. Gut, aber ja, ist Vergangenheit und ich hoffe, der deutsche Fußball hat daraus gelernt. Ja, das hoffen wir alle. Wie stehst du zum Videobeweis? Würdest du sowas befürworten? Ich finde sowas gar nicht so schlecht. Man sieht in Amerika, dass es so auch schon gang und gäbe ist, oder beim Tennis, dass Entscheidungen dann nochmal geguckt werden können, aus Sportlersicht. Als Fan, boah, da will mir, glaube ich, die Diskussion fehlen, ja, war es jetzt Abseits, war es keine Abseits, weil das gehört zum Fußball auch so ein bisschen dazu. Und das macht den Fußball auch noch so ein Stück menschlich. Weil Menschen machen einfach Fehler, das ist einfach so. Und nimmt dem Fußball so ein bisschen auch die Diskussionsgrundlage in bestimmten Situationen. Und klar, Fußball ist mittlerweile auch ein Millionengeschäft. Das haben die Amerikaner relativ schnell erkannt und haben dann dadurch sich dann auch ein bisschen absichern wollen. Und wenn ich dann so höre, dass beim Baseball, glaube ich, ist das so,
dass der Supervisor in New York sitzt, auch wenn ein Spiel in San Francisco ist, und er dann dort angerufen wird, und um dann eine Entscheidung zu fällen, ob derjenige dann aus war oder gefoult hat oder was der Teufel. Auch ein starkes Stück, kann ich mir jetzt beim Fußball nicht so vorstellen, aber vielleicht so eine Torlinientechnik zum Beispiel wäre vielleicht ja eine Sache, die man wenigstens mal in Betracht ziehen sollte. Gut, die haben wir ja schon, aber jetzt geht es ja um Sachen wie bei Foulspielen etc., wo es ja, also der Vergleich zum amerikanischen Sport, da sind es, oder auch gerade beim Tennis, da sind es halt Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Mhm. Und das finde ich beim Fußball immer noch unfassbar schwierig. Zeige ich irgendein Foulspiel, wo derjenige leicht berührt wird in dieser Dynamik des schnellen Laufens, drei Leuten, und der eine wird sagen, klares Foul, der zweite wird sagen, gar kein Foul, und der dritte sagt, ich weiß nicht. Genau darum geht es. Es geht um die Entscheidungsmacht. Ist es dann Markus Merk, der in Kaiserslautern hockt oder bei Sky und dann sagt, ja, das ist Foul, das ist Rot, das ist Gelb, bald gibt es eine grüne Karte oder was weiß ich. Also es ist halt schwierig da, wie du schon sagst, man hat keine Schwarz-Weiß-Entscheidung, sondern es sind alles Graustufen. Mhm. So, und das macht das Ganze schwierig. Ja, ich bin gespannt. Also wenn ich das richtig verfolgt habe, nächstes Jahr soll da so ein Pilotprojekt ja auch dann in Deutschland kommen. Mal gucken. Wo wir es gerade von Schiris haben, jetzt gab es ja am Wochenende dieses Spiel Dortmund in Leverkusen mit unfassbar viel Diskussion. Du hast es eben von Kommunikation gehabt, deswegen komme ich nur drauf. Wie bewertest du sowas, wenn du das von außen siehst? Fußball lebt auch so ein bisschen von Emotionen. Auch Trainer stehen unter wahnsinnigem Druck. Ich glaube, das sieht man auch bei unserem Trainer, wenn er dann draußen auf der Auslinie wie ein Rumpelstilzchen herumtanzt. Das ist auch ein bisschen auch ein Stück Druck, der abgebaut werden muss. In so einem Fall bei Leverkusen, im ersten Moment ist mir nur Unprofessionalität eingefallen. Und das ist eigentlich untypisch für Bayer Leverkusen, weil das eigentlich ein Verein ist, der sehr, sehr professionell aufgestellt ist, der da auch sehr, ja, eigentlich immer souverän rüberkommt. Und das hat mich schon sehr überrascht, dass man da ein Spiel unterbrechen muss, weil der Trainer nicht auf die Tribüne möchte und dass es dann solche Diskussionen gibt. Schwierig zu beurteilen, was da die Gefühlswelt war. Ich glaube ja, das ist ein Marketing-Gag. Die wollten endlich mal wieder im Gespräch sein. So wie Völler sich gebärt, ist das ja auch. Ja, Abteilung, Attacke mal anders, ne? Ja. Na gut. Apropos Schiedsrichter, Mike, herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. Ach, ah, ja, Dankeschön. Hatten wir fast vergessen. Du bist jetzt, was bist du beim Landesverband? Ich bin im Kreis Segeberg offiziell Schiedsrichteranwärter. Das heißt, ich muss mich jetzt ein Jahr lang bewähren und dabei mindestens 12 Spiele im Herrenbereich pfeifen. Und dann darf ich mich nächstes Jahr DFB-Schiedsrichter nennen. Moment, du bist Anwärter, aber darfst schon pfeifen und stehst nicht in der Linie? Also, Prospect. Ja, im Berufsleben wäre das eine Probezeit quasi. Okay. Und die läuft aber da halt ein Jahr. Und darfst du auch im weißen Mantel pfeifen? So wie die Farbe Schwarz ist dem Schiedsrichter vorbehalten, wenn ich aus dem Regelwerk zitieren darf. Und ich habe jetzt tatsächlich ein schwarzes und ein gelbes Trikot. Achso, also ihr pfeift schon richtig in... Ja, natürlich, wir sind ja keine Assis. Und also da kommt ein Jahr lang und guckt dir zu, oder werden da die Spieler befragt, wie war der denn so? Oder? Also es gibt tatsächlich Schiedsrichterbeobachter, ja, wobei ich werde ja in der Kreisklasse in Bad Segeberg anfangen. Also ihr könnt euch vorstellen, auf welchem fußballerischen Lackerbissen-Niveau ich mich da bewegen werde. Und da gibt es wohl dann auch nicht bei jedem Spiel einen Schiedsrichterbeobachter. Aber okay. Der Lehrwart hat es mir auch gesagt, du, ich habe da ja meine Vereine, ich frage da mal, wie du warst, und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Ah, okay, wenn man ein Jahr nichts von dir hört, dann ist eigentlich schon gut gelaufen. Wahrscheinlich, ne? Ja, wir werden sehen. Also mein erstes Spiel ist Anfang März die D-Jugend meines Heimatvereins in einem Testspiel. Ich bin schon sehr nervös. Die haben schon Abseits- und schon Rückpassregeln. Also ich... Oh. Das wird schon harter Tobak. Bin gespannt. Alles klar. Und ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Hätte nicht gedacht, dass man in deinem Alter nochmal so ein Projekt angeht, aber... Ich war Lehrgangsbester mit einem 16-Jährigen zusammen. Ja, aber war Stani auch. Der hat jetzt einen Supermarkt mit der Hude. Der ist ein Rewe. Aber nochmal eine Frage. Und du darfst die D-Jugend deines eigenen Vereins... Das ist ein Testspiel, also ein Freispiel. Also die Ansetzungen sind natürlich dann für andere Vereine, logischerweise. Ja, man wird sehen. Also der Schiedsrichter Lehrwart hat aber auch gleich gesagt, also Kreisklasse, ne, das läuft, Kreisliga, das kriegst du auch noch hin, für alles andere bist du zu alt. Ich wollte gerade fragen, wie sind denn die Altersgrenzen da? Also Kreisliga darf ich dann bis 55 pfeifen. Da habe ich also noch 15 Jahre vor mir.
Ja, ich dachte, bis zur 55. Minute und dann wegen Pumpe. Also am meisten Respekt habe ich tatsächlich vor Kreisklasse, weil da ist ohne Schiedsrichterassistent. Ja. Und dann abseits zu pfeifen ohne Assistenten. Und das in so einem... Du hast dann auch so in so einem Amateursportvereins-Mob, ey. Warum? Ich stehe auch immer in der Kurve und schreie abseits. Das ist total einfach. Das kann ich jetzt auch immer alle super erkennen, gerade in so einem Stadion Karlsruhe. Ja. Ich darf auch Fahnen dabei haben, die darf ich sogar zwei Leuten in die Hand geben, auf jeder Seite einem, aber der darf halt nur Seiten aus anzeigen. Der darf nicht sagen, abseits oder faul oder sowas. Das wird er wahrscheinlich im Zweifel immer tun, aber ich darf nicht drauf reagieren. Sondern der darf nur Seiten aus anzeigen. Aber ich finde es beruhigend, dass du die Fahnen weitergeben darfst, weil ich hatte gerade in meinem Kopf so dieses Bild, wie du mit den beiden Fahnen in den Händen. Ja, ich werde sicherlich die eine oder andere Anekdote zum Besten geben können. Ja, auf jeden Fall musst du das mit diesen zwei gelben Karten machen. Damals, ja, genau. Ich habe auf meinem Facebook-Profil habe ich geschrieben, bei Bad Segeberg ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Auf Twitter aber nicht getraut. Account, ja, haben wir noch was zu Fürth? Nee. Immer ein cooles Pflaster für uns. Eigentlich, ne, oder? Na, eigentlich nie, ne? Außer als wir aufgestiegen sind. Ja, und jetzt. Und jetzt halt wieder. Vor zwei Wochen. Und wir wieder aufsteigen. Was mir noch einfällt, ist, was ich sensationell lustig fand, was jetzt wahrscheinlich übers Podcast-Radio wieder überhaupt nicht lustig wirkt. Wir waren dem Vorsänger zu schnell. Es wurde dann irgendwann gebremst. Ihr seid zu schnell, ihr müsst zwischendurch Luft holen. Dann wurde 2 Minuten geübt, dann haben wir ein anderes Lied gesungen. Weil irgendwie hat es ihm nicht gepasst, wie wir gesungen haben. Ja, das ist auch, glaube ich, ganz schwierig. Und es gab ja mal diesen Artikel, der dirigierte Männerchor von Philipp Köster von der Elf Freunde, der sich da über die Ultrakultur so ein bisschen und über dieses Klatschen und so weiter ausgelassen hat. Und meine Vermutung ist ja, dass das Klatschen überhaupt, das rhythmische Singen über so eine breite... Oh Gott, jetzt hätte es mir einen Bierunfall gegeben... über die ganze Breite von so einer Kurve überhaupt erst möglich macht, weil man sich dadurch selber den Takt vorgibt. Also du kriegst ja sonst, Schall ist ja sehr langsam. Und dass man dafür sorgt, dass Leute, die 50 Meter oder so auseinander stehen, im gleichen Takt singen, ist ja sehr schwer. Deswegen gibt's ja bei Orchestern den Dirigenten tatsächlich vorne, der den Takt vorgibt. Und das ist meiner Meinung nach in den Ultrakurven ist das halt das gemeinsame Klatschen, was alle auf dem gleichen Takt hält. Ja, aber hast du mal den Gästeblock in Fürth gesehen? Da ist er nicht 50 Meter auseinander. Das geht ja nur. Ja, das stimmt, aber das ist natürlich ein gelerntes Verhalten, dass man dann, das ist ja ein Pavlovscher Reflex, irgendwann klatschen ja alle mit. Mal hier auch so. Ich finde es ja echt spannend, wie du aus so einer Anekdote dann wieder so ein pseudowissenschaftliches... Also Schall ist ja ganz schön langsam. Das sind so Gedanken, die... Ich bin halt intellektueller, das wissen alle inzwischen. Ja, aber das ist so. Das schreibe ich dem Köster, glaube ich, auch nochmal per Mail. Stimmst du ihm dann zu oder wie widersprichst du ihm? Ich fand den Artikel eigentlich ganz gut gesetzt damals, weil es ja tatsächlich die Ultrakultur... der ich nicht ablehnend gegenüberstehe, sie aber trotzdem diskussionswürdig finde, das ist ja ein Unterschied, fand ich ihn damals sehr gut. Das ist halt so ein alter Grumpy Man des Fußballs, der Humor hat und Ironie hat und so, das einfach mal so pointiert runterschreibt, was da eigentlich so mit Menschenmengen passiert und halt, wenn es dann so im Verhaltenskodex reingeht, wo auch kein anderer mehr dann dazwischen kommt und so. Das finde ich schon auch, ich habe ja Politik studiert, ich fand das halt super interessant, was so mit Menschenmengen passiert. Und das hat ja auch seinen Grund, dass hier jeder für sich entschieden hat, kein Ultra zu sein, so, weil... Ich war zu alt, also... Echt, sonst wärst du Ultra geworden? Ich glaube, ich wäre, auch wenn ich jung wäre, kein Ultra geworden. Doch, ich war ja bei den Passanten damals. Das war ja so der Vorläufer dessen, was du heute Ultra erfunden, aber also uralt Ultra. Nee. Ich war bei den Passanten war ich auch mal der nicht mitgebastelt hat. Also das war immer so, das konnte ich nicht. Zwei linke Hände, jede Hand 5 Daumen und so. Aber ansonsten schon, ne, so Gesänge fand ich damals schon durchaus unterstützenswert. Gut. Und englischer Support hin oder her, also ja, finde ich auch schick, aber ich fand das auch geil, wenn man so einen 90-Minuten-Dauergesang macht. Also ist nicht total gegen meine Einstellung. Tja, davon ab, demnächst langsamer singen auf jeden Fall. Wenn ihr uns hört, Ultra zumindest in Fürth, ja, genau. Gut, dann sind wir mit Fürth soweit durch. Leiten wir über zu dem Heimspiel, welches von den beiden letzten durchaus das, ich sag's mal ganz wertfrei, schönere war.
Und wir fangen an mit der Schilderung des Tores, welches Marc Schadkowski in der 8. Minute erzielt hat gegen RB Leipzig. Und da kommt der Passversuch von Sabitzer, der ist ungenau, der bleibt bei den St. Paulianern hängen. Und jetzt auf der rechten Seite wieder Enes Alushi, der spielt Ball in die Mitte rein über die Mittellinie auf Titi. Der Ball dreht sich einmal mit der Sohle und spielt einen ganz hohen, weiten Ball auf die linke Seite raus, wo Buchtmann Platz hat. Mit Volltempo läuft er jetzt in den freien Raum. Bubala quer auf Jankowski. Jankowski schießt und Tor! Tor! Starke Konterspiel, St. Pauli kontert. RB Leipzig aus, 7 Minuten, 8. Spielminute. Und Marc Schadkowski steht nach der Ablage links auf der Seite schon frei. Geht dann aber nochmal links weg vom Mann und schießt mit links ungefähr 10, 11, 12 Meter von der Grundlinie entfernt. Können so 16 Meter Torentfernung sein. Mit links flach den Ball ins rechte Eck. Keine Chance für Gulaschi. 8 Minuten Spielzeit, Leipzig in Rückstand. Wahnsinn. Alle denken zuerst, was macht Schadkowski, weil er seine Position zum Tor ja erstmal verschlechtert, weil er links außen geht. Aber dann holt er da einen Schuss raus. Volles Fund links, flach, hoppelt mehrmals. Keine Chance aus meiner Sicht für Gulaschi. Freuen wir uns über die frühe Führung, sind aber immer noch über 82 Minuten hier zu spielen. Ja, 82 Minuten, in denen dann ja gar nichts mehr passierte, Justus. Absolut nicht. Ich frage mich gerade, du hast ja hier so einen Zettel vorbereitet, wie immer. Ja. Mit den Spieldaten und Schiedsrichterdaten und auch Zuschauer. Mhm. Von welcher Seite ist das? Weil 25.000 Zuschauer, das lese ich tatsächlich nie. Richtig, genau. Und jetzt pass mal auf, ich blätter mal um. Verrückt. Gegen Frankfurt waren auch 25.000 Zuschauer da. Ja. Also mir ist das auch vorhin aufgefallen, erstmals übrigens, weil ich drucke mir das immer aus von der Seite fußballdaten.de. Und ich habe noch nie gesehen, dass da eine falsche Zuschauerzahl, also eine so dermaßen falsche Zuschauerzahl stand. Das ist mir heute auch beim Ausdrucken aufgefallen, das stimmt. Ich werde das anprangern demnächst. Haben wir ja jetzt ja schon. Haben wir jetzt schon. Mal gucken, ob sie es hören, aber vielleicht sollte man sie auch nochmal auf anderen Wege drauf hinweisen. Steht da exakt 25.000 oder? Ja. Nee, exakt steht da nicht, aber es stehen 25.000 Zuschauer. Ja. Oh, ey. Ja, also bei dem Spiel, ich stehe ja am Anfang immer vor dem Gästeblock sozusagen mit meistens dann noch meinen Kollegen, weil ich die mal so eine halbe Stunde vor Spielbeginn gibt es immer eine Besprechung dazu, das heißt Kurvengespräch, ob alles gut gelaufen ist mit Einlass und so weiter und ob es Probleme gibt und dann bleibe ich meistens die ersten paar Minuten vor dem Gästeblock stehen und da machte dann doch tatsächlich Schadkowski ja das Tor, auf dem Tor vor der Nordkurve und kam dann auch so in die Richtung gelaufen. Das hat mich sehr gefreut, weil ich da stand, sondern weil das irgendwie, ich war so nah dran. Das passiert mir irgendwie nicht oft, dass da genau in der Zeit, wo ich mal die 10 Minuten im Innenraum stehe, dann auch noch da ein Tor passiert. Und ich habe gesagt, oh, das wird aber trotzdem nichts heute. Aber, wie man merkt, habe ich nicht so viel Ahnung von Fußball. Und es wurde trotzdem was. Und super Spiel, fand ich wirklich. Trotz, also 1-0 ist ja oft nicht so ein super Spiel, finde ich. Aber das war schon einer der besseren Spiele, wo ich in der letzten Zeit so war, würde ich behaupten. Wird mir wahrscheinlich auch jeder zustimmen. Ich denke, ja. Ich hatte erst die Befürchtung, dass Schadkowski sich in eine Kurve vertan hat. Und ich dachte, oh Gott, ey, hoffentlich jubelt er jetzt nicht die Gästefans an. So. Stimmt, das habe ich auch kurz überlegt. Als so als Assi-Geste, hat er dann aber nicht weißt gemacht. Du, oder so. Ich glaube auch, er wollte erst und hat das dann aber rechtzeitig gemerkt. Also, dass er einfach so losgerannt ist auf irgendwelche Leute. Und da war ich dann auch doch echt froh, dass das wollte ich in meinem eigenen Stadion echt nicht sehen. Darüber denkst du nach, wenn du ein Tor bejubelst? Er hat ja, Politik studiert. Ich bin ja als Intellektueller bekannt. nee, aber da ist mir das tatsächlich aufgefallen, weil er war ja so auf halblinker Position und so und dass denn da, wenn man so ein Tor in der 8. Minute schießt, alle Dämme brechen, das verstehe ich ja auch komplett und so und dass man dann, aber ich habe wirklich gedacht, also weil ich diese Geste an sich eigentlich richtig, richtig scheiße finde. Also vor Gästefans rumzuprollen, finde ich halt ultra beknackt. Es sei denn, Snaki in Rostock, dann kann man darüber hinwegsehen, aber so prinzipiell
Machst du einen Unterschied zwischen Heimmannschaft schießt Tor und jubelt vorm Gästeblock und Auswärtsmannschaft schießt Tor und jubelt vor dem Rest des Stadions? Oder ist das Nö, das Gleiche? Nicht grundsätzlich. Also da mache ich grundsätzlich keinen Unterschied. Also nur Nacki hat finde das so, damals. Also wenn man sich freut, dann soll man sich mit Leuten freuen und sich nicht gegen Leute freuen. Das ist so der Gedanke, der dahinter steht. Gibt es denn außer Nacki in Rostock auch, also ich meine jetzt so in Kaiserslautern könnte ich es herausragend verstehen. Ja, nee, ich finde das... Aber wo sollen denn, also ich finde das auch, aber ich frage mich immer, jemand, also Gastmannschaft schießt blöderweise Tor hier, Tor Südkurve, wo, ich meine, kann er jetzt nicht 100 Meter zum Gästeblock laufen, muss ja irgendwo, ich finde auch, er muss dann nicht weiter Richtung Südkurve, sondern kann er einfach... Und vor den Gesten machen oder so, ne? Also ja. Das meine ich so tatsächlich, so rumprollen dann vor... Gut. Ja. Okay. Wenn er sich mit seiner Mannschaft, also jemand schießt, die gegnerische Mannschaft schießt auf das Südkurventor ein Tor und die Mannschaft freut sich da in der Ecke, dann ist das halt, na klar, aber so dieses Gestikulieren oder die Freude nicht zu nutzen, sondern sie zur Provokation umzumünzen, das finde ich halt oberassi. Dürfen wir uns das tun? Ja, normal. Gut, das wollte ich nur klarstellen. Und bevor das jemand falsch versteht, Marc Schatkowski hat das so überhaupt gar nicht gemacht. Ja, genau. Das hat er nicht gemacht, aber ich dachte, oh, Alter, jetzt... Okay. Und deswegen war es mir überhaupt aufgefallen, weil ich da so... Ja. Okay. Ist dir natürlich überhaupt nicht aufgefallen. Du hast dich einfach nur gefreut, ich nur ohne gefreut, da den großen Kontext zu sehen. Ja. Ja. Mit meinem Sohn abgeklatscht und dann... Ja, abklatschen, keine Ghetto Faust? Nee, in der Regel ist es momentan so, dass ich ihn tatsächlich immer so auf den Arm nehme und wir dann beide gemeinsam zu Song 2 den Arm in die Luft schmeißend abhuhun. Die Geste war Weltklasse. Das war das, woran ich sieht. Mike huhut ab. Mach ich nur noch 1-2 Jahre, dann ist er mir zu schwer. Also in 7 geht das gerade noch. Ja, so, also im Gegensatz zu Justus hatte ich von vornherein das Gefühl, das kann durchaus klappen. Und zwar, weil wir einfach defensiv momentan uns absichtlich hinten reinstellen können, als bewusste Aktion und das auch durchziehen können. Und das hat in den letzten Jahren eigentlich nie geklappt. Da hätte ich, wenn wir gegen eine überlegene Mannschaft ein frühes Tor schießen, die uns dann auch spielerisch überlegen ist, hätte ich immer 100 Euro sofort Live-Wette auf den Gast gesetzt, weil das kriegen wir einfach nicht hin. Aber diesmal habe ich wirklich gedacht, okay, natürlich kann mal einer reinrutschen, aber wir können das durchaus auch so bewusst zu Ende spielen mit einer wirklich ganz bewussten Defensive. Das war in den letzten Jahren eigentlich nie so. Und ich war da relativ entspannt. Die war ja auch relativ gut, um mal in dem Duktus zu bleiben, die Defensive. Also ich fand es, obwohl Leipzig zwischendurch Chancen hatte, erstaunlich, wie gut da teilweise, oder so sah es zumindest von außen aus, wie gut da die Abstände eingehalten wurden, wie da irgendwie verdichtet wurde und wie wenig Raum Leipzig dann eben doch hatte, wenn es nicht gerade mal irgendwie ein extrem schnell gespielter Angriff war. Liegt das, also und da bin ich mir selber nicht ganz sicher und auf euren kreativen Input bin ich da, darüber wäre ich dann dankbar, liegt das auch echt viel an dieser Personalie Schatkowski oder bin ich da zu viel Fanboy? Ja. Also, dass er so... Ich finde schon, dass irgendwie bilde ich mir ein, das sieht alles stabiler aus, wenn er mit dabei ist. Also in dem Spiel fand ich Schatkowski super stark, gerade nach hinten. Also ja. Unfassbar. Ich finde, das ist nicht immer so, aber in dem Spiel, das war ja unglaublich. Und ich habe ja die getragenen Trikots. Seine beiden Trikots waren auch extrem dreckig. Aber das ist wieder so ein 80er-Argument, ne? Trikot dreckig, muss was Richtiges gemacht haben. Ja, aber ja, natürlich. Trikots haben wir auf jeden Fall noch im Zettel, machen wir gleich noch. Für mich war es halt im Spiel so, ich frage jetzt an Philipp, dass wir am Anfang die ersten 10 Minuten oder bis zum Tor war es relativ ausgeglichen. Also wir haben auch versucht, nach vorne zu spielen. Das war mit dem Tor dann wirklich wie abgeschnitten und wir haben gesagt, so, wir führen, wir stellen es jetzt hinten rein, kommt doch, schafft ihr eh nicht. Ist das tatsächlich so eine Sache, die man dann vorher auch bespricht und sagt, so, wenn wir ein Tor schießen, dann alle zurück und 10-mal eine eigene Linie? Also zu Leipzig ist zu sagen, dass sie natürlich eine sehr spielstarke Mannschaft ist und das, was sie noch in der Hinrunde vermisst haben lassen, war, dass sie nicht wirklich gekämpft haben. Dass sie alles spielerisch versucht haben. Das haben die jetzt mittlerweile auch richtig gut drin. Deswegen wussten wir, was so ein bisschen auf uns zukommt. Wir wussten aber auch, dass Leipzig taktisch gesehen sehr viel durch die Mitte spielt.
welche bestimmten Kniffe sie anwenden. Das hatten wir im Hinspiel auch schon ganz gut im Griff gehabt, dass die Bälle immer relativ ja schnell zwischen Abwehrkette und Mittelfeldkette kommen sollten, da wo die Grauzonen sind, wo der Raum offen ist, um reinzulaufen und dann den Ball reinzubekommen. Das haben wir relativ gut gemacht, dadurch, dass die Sechser auch, also die, wie sagt man da, die Mittelfeld, die inneren Mittelfeldspieler, die Sechserpositionen, relativ nah an der Kette auch standen und dadurch werden die Räume relativ oder sehr, sehr eng. Und dann ist es halt Leipzig, auch für Leipzig dann schwierig, da durchzukommen. Und wir hatten aber dann so ein bisschen, und das kommt auch so aus der Mannschaft ein bisschen heraus, wir sind relativ schnell so ein bisschen auch ins Spiel gekommen, konnten dann auch mal vorne attackieren, machen dann das Tor, das spielt uns natürlich dann sehr in die Karten und konnten dann unser Spiel aufziehen, beziehungsweise sie so spielen lassen in Zonen, die uns nicht so weh getan haben. Natürlich mussten wir den einen oder anderen Angriff dann auch aushalten. Es hätte auch der ein oder andere Ball reinrutschen können. Aber das ist so eine Art Momentum, wo du halt das Gefühl hast, nee, heute nicht. Und wir werden auch gleich über Frankfurt sprechen. Da ist das Thema dann wieder was anderes. Das ist taktisch auch wieder nochmal anders angelegt. Aber gegen Leipzig ist es natürlich super aufgegangen. Und ich hätte mir dann halt gewünscht, dass wir den einen oder anderen Konter noch ein bisschen besser fahren. Wir waren natürlich dann so reingedrückt, dass du dann fast 70, 80 Meter zum gegnerischen Tor hast. Und da einen Konter zu fahren, wo dann der Ball auch nicht die Linie runtergeht, sondern wo die Angriffsrichtung diagonal dann ist, das macht es dann nochmal länger und nochmal schwieriger. Deswegen hätte ich mich gewünscht, dass wir da nochmal einen Konter fahren, um dann noch das zweite Tor zu schießen. Aber alles in allem haben wir uns da super reingehauen. Jetzt nochmal, weil Marc ja nochmal angesprochen worden ist, bei Marc sieht man halt wahnsinnig die Entwicklung, dass er jetzt so vom Jungenhaften, wie er auch gerne nochmal auch von den Fans und gerade von den weiblichen Fans noch so gesehen wird, auch so zum Mann heranreift und die Zweikämpfe noch ganz anders annimmt, wie jetzt noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Und Marc kenne ich ja noch aus meiner Bochumer Zeit, wo er noch so aus der Jugend noch so kam und da halt einen wahnsinnigen Schritt gemacht hat. Und ich denke, er hat nicht nur als Spieler einen Schritt gemacht, sondern auch als Persönlichkeit. Und das freut mich wahnsinnig für ihn, dass er da da so ein gutes Feedback bekommt, auch von den Fans. Aber es ist halt so, man kann halt nicht 34 Mal, weil wir halt auch nur Menschen sind und keine Maschinen, 34 Mal so die Leistung abrufen, weil es auch sehr, sehr anstrengend ist, gerade für unsere Mittelfeldspieler. Und ja, so habe ich das Spiel gesehen. Wir haben ja gerade nochmal über so die Fans nochmal geredet und so mit so Gesten. Ich glaube auch nicht, dass Marc das vorhatte. Ich glaube, er wollte halt irgendwo hinlaufen und hat dann irgendjemanden gesucht, der ein braunweines Trikot noch anhatte. Es sei aber noch ein Kommentar zu erwähnen zu den Leipzig-Fans. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Ich glaube, ich war nicht der Einzige. Als wir unsere obligatorische Ehrenrunde vor dem Spiel gemacht haben, gab es auch zahlreiche Leipzig-Fans, die mit auch uns zu applaudiert haben. Deswegen war ich halt noch so ein bisschen irritiert und habe aber dann auch irgendwie auch zurück applaudiert so. Und dann auch nach dem Spiel war es auch so, dass es Fans gab in diesem Block, die uns auch beklatscht haben. Und da haben wir dann auch als Mannschaft, das hat man dann auch schon auch gesehen, dann auch zurückgeklatscht. Und das war dann auch die haben dann Spitzenreiter gesungen. Das war dann noch deren Ding so. Klar, ja, sei ihnen gegönnt. Sei ihnen gegönnt. Die werden wahrscheinlich auch aufsteigen als Erster, wer weiß. Ja. Aber dieser Abend war einfach für uns und für den FC St. Pauli der Abend und nicht deren Abend. Ich habe in der letzten Saison, als wir gegen, ich weiß gar nicht, war das gegen Hoffenheim zu Hause das Spiel gewonnen haben, wo Ralf Kunesch ein Tor geschossen hat. Er hat ja nur ein Tor geschossen für uns. Da hat er vor dem Spiel zu mir gesagt, Mike, gegen Hoffenheim, wenn du nochmal richtig Geld gewinnen willst, setz da auf Heimsieg, wir sind so heiß, wir wollen die unbedingt weghauen. Du hattest Insider-Informationen. Alter, das kannst du im Radio nicht erzählen. Ja, es war ja wirklich aus der eigenen innersten Motivation heraus, weil das Hinspiel war wohl auch ein bisschen schmutzig und so. Also er hatte wirklich gesagt, wir sind so derbe motiviert. Ist das bei euch auch ein Thema, dass man RB Leipzig als Verein oder Konstrukt oder wie auch immer anders wahrnimmt als zum Beispiel Sandhausen? Oder ist es, was weiß ich, wenn man da sieht, da sitzt mit Davy Selke einer auf der Bank, der letztes Jahr noch bei Werder gespielt hat und 8 Millionen gekostet hat, dass man sich da nochmal irgendwie mehr pusht, oder ist es dann doch nur ein Heimspiel? Doch nur ein Heimspiel ist hart gesagt. Also ich sag's mal so, es ist ein Pflichtspiel, wo es Punkte gibt, wo es sich für zu kämpfen lohnt. Dann ist es aber auch egal, ob es dann Leipzig oder eine andere Mannschaft ist. Natürlich, gerade wenn man, ich habe mit Marcel Halstenberg noch so ein bisschen Kontakt und man kriegt dann schon mit,
wie da so die Verhältnisse sind und wie da so die Strukturen sind, dann ist es halt natürlich schon, wenn man den Namen Red Bull, Red Bull darf man gar nicht sagen, Rasenball Leipzig hört, dann ist es dann schon nochmal so eine Sache, okay, die buttern da richtig rein und klar ist kein Verein, der jetzt groß Herz oder Tradition hat, aber die machen auch vieles richtig, gerade was so die Professionalität betrifft, aber was das Spiel selber angeht, würde ich mich jetzt gegen, weiß ich nicht, gegen Klein-Kleckersdorf genauso reinhauen wie gegen RB Leipzig. Also das hat für mich jetzt keinen großen Unterschied und ich glaube in der Mannschaft, so wie ich das mitbekommen habe, macht das auch nicht den großen Unterschied. Als Fan, jetzt spreche ich als Fan, ist das natürlich, ist das wie ein rotes Tuch. Da gebe ich ganz offen zu, aber wenn ich hier im Tor stehe oder wenn ich jetzt mit Fußball arbeite und meinem Beruf nachgehe, dann muss ich professionell bleiben und da bin ich gegen Leipzig genauso professionell, wie es gegen Frankfurt ist. Wäre ich aber jetzt nicht auf der Bank gesessen, sondern auf der Tribüne gestanden, dann wäre das bestimmt anders gewesen. Hast du zu Marcel Halsenberg vor dem Spiel direkt Kontakt gehabt? War er überhaupt hier? Ich weiß nicht. Nee, er war nicht hier. Also war auch angeschlagen und ja, gut, was soll ich sagen? Also da gab es ja auch Riesendiskussionen über den Wechsel dann. Ich finde, das war am Ende eine Win-Win-Situation, weil der Verein davon auch profitiert hat. Das ganze Geld als nicht unbedingt auch wieder zurück in die Mannschaft ging, sondern auch für Projekte, die den Verein betreffen, was auch immens wichtig ist. Und ich glaube, so hat jeder dran gewonnen. Und wenn Marcel dann halt da glücklich ist, dann ist er halt da glücklich. Dafür haben wir auch einen anderen Linksfuß auf der Seite, der sehr gerne für St. Pauli spielt. Ja, und auch gut. Da kann man absolut sagen. Gut, haben wir noch was zum Sportlichen bei dem Spiel? Noch irgendwas vergessen? Weil Philipp gerade Momentum sagt, gerade vor ein paar Minuten. Ich habe lange nicht mehr, obwohl der Gegner mehr Ballbesitz hatte, so entspannt eine zweite Halbzeit geguckt. Ich war mir sicher, das gewinnen wir. Und da reden wir vom Momentum, ganz genau so ist es. Da geht nichts mehr rein. Die hatten zwar Chancen, aber mir war irgendwie, da passiert nichts mehr. Ich war so ruhig und um mich rum waren alle panisch. Und okay, dann gibt's ja so diese Kandidaten, die schon panisch sind, wenn der Ball 30 Meter vom Tor weg ist. Aber es war so alles so, und ich dachte nur so, ne, alles gut, das haben wir sicher. Das fand ich sehr seltsam. Spiegelneuronen im Griff oder wie die Neuen. Ja, genau. Die positiven Vibrations. Ich habe Ruhe ausgestrahlt. So. Okay. Gut, dann können wir zum Drumherum überleiten und damit übergebe ich nochmal an Justus. Es gab ja etwas Besonderes auf der Brust des FC St. Pauli. Magst du in wenigen Worten zusammenfassen? Ich glaube, die meisten haben es mitbekommen. Genau, auf der Brust stand ja kein Fußball den Faschisten. Quasi der Claim, würden glaube ich Marketing-Leute sagen. So sieht's aus. der Fanszene, des Fanladens vielleicht so. Ja, das hat einige Zeit gedauert, bis das realisiert werden konnte. Wer sich an unser 25-jähriges Jubiläum vor einem Jahr erinnert, haben wir so Jacken gekriegt, Trainingsjacken, wo sich dann im Spiel drauf oder zwei Spiele drauf später warm gemacht wurde und wo die Spieler auf der Bank das anhatten. Und mit wir meinst du der Fanladen nochmal ganz kurz? Genau, mit wir, genau, 25 Jahre Fanladen St. Pauli. Und es war uns damals quasi als Geschenk überreicht worden, einmal die Brust bei einem Profispiel zu haben. Und es war halt an unser Logo gedacht, sozusagen, als Geschenk. Und wir haben aber nicht abgelehnt, sondern wollten gerne, dass da etwas Politisches draufsteht und an diesen Spruch gedacht, weil wir einmal von Absolut so einen Satz Trikots quasi für den Eigenbedarf geschenkt gekriegt hatten und das so schön fanden. Oder passend fanden. Und da mussten aber dicke Bretter gebohrt werden an diversen Stellen, im Verein, bei Kongstar, bei der DFL. Ich würde es mal auch in der Reihenfolge sehen. Aber ein Jahr lang hat es gedauert und dann hat es irgendwann geklappt. Wir haben es quasi dann als Abschluss unserer Veranstaltungsreihe zum Holocaust-Gedenktag gemacht. Das war auch die Begründung der DFL, dass sie es genehmigen durften überhaupt. Nur in diesem Zusammenhang durfte es sein und es durfte auch nicht mit unserem Logo sein. Wir hatten es beantragt mit unserem Logo, wie sie vor dem Spiel im Fanladen zu kaufen waren
wie jetzt auch die Match-Worn und Match-Prepared-Trikots, das kannte ich vorher noch nicht, diesen Begriff, jetzt zu ersteigern sind, haben wir ja unser Fanladen-Logo einfach dreisterweise da auch noch drauf geklatscht nach dem Spiel. Genau, so war es eigentlich beantragt, das hat die DFL aber abgelehnt. Ja, ich wurde gefragt, warum hat man denn da kein SZ reingebaut? Gab es das bei dem Typo nicht? Es ist sind Großbuchstaben. Ja. Stimmt, gibt's jetzt auch, ne? Gibt's jetzt auch. Ja. Es gibt großes SZ? Ja, seit 2-3 Jahren, glaube ich. Ja. Also verwendet, glaube ich, keiner. Und auf Tastaturen findest du es auch nicht, aber es gibt's offiziell. Genau, verwendet keiner. Das wäre die Antwort darauf. Gut. Du hast aber hier auch klein mit ich bei S geschrieben. So aufgeschrieben, wie es auch da steht. Na gut. Ja, viel spannender, oder nein, spannend ist das ja gar nicht, das ist ja eigentlich ein sehr schönes Thema, aber viel mehr Wellen drumherum schlug ja dann, dass es davon skandalöserweise nur 200 Stück bei euch und nicht per Post und sonst wie oder online zu kaufen gab. Wie viel Nerven hat euch der ganze Scheiß denn gekostet? Viel, tatsächlich. Also es hat ja, wie ich jetzt kurz erzählt habe, schon einige Diskussionen im Vorfeld gegeben. Aber dass es dann nochmal richtig groß wird, als man es endlich, oder als ich dachte, es ist jetzt endlich mal soweit, damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet. Dass ein paar Leute sich beschweren, dass sie es nicht bestellen können oder was auch immer, damit hatte ich noch gerechnet, aber dass das solche Ausmaße annimmt, ja auch nicht. Irgendwie kann man es natürlich auch positiv sehen. Die Leute wollen so ein Trikot haben. Das ist ja auch schön, dass die Leute mit so einem Slogan rumlaufen wollen. Wir sind froh, dass wir überhaupt mehr machen konnten als die, jetzt muss man überlegen, ich glaube 60 Trikots ist für die Mannschaft vorgesehen. Es gibt, glaube ich, 30 Spieler, also jetzt vielleicht auch 29, keine Ahnung. Die kriegen jeder 2 Trikots. Und es muss für alle Spieler beflockt werden, weil wenn beflockt wird, das muss ungefähr eine Woche vorher passieren, hat noch nicht der Kader noch nicht hundertprozentig dasteht. Also es gibt auch 2 Trikots von Himmelmann, 2 Trikots von Herwagen, 2 Trikots von Brodersen zum Beispiel. Obwohl klar ist das nicht 3 Torhüter, aber wenn jetzt Himmelmann sich verletzt hätte, hätte ja Brodersen auf der Bank gesessen. Also wahrscheinlich so rum auf der Bank gesessen. Und dann haben wir noch in allen, oder wir gar nicht, sondern absolut in allen und Hummel in allen Kammern geguckt, wie viel Trikots es denn überhaupt noch unbeflockt davon gibt. Und das waren eben genau die, die jetzt verkauft wurden. Mehr gibt es einfach nicht. Entweder sie sind verkauft oder es steht Kongstar drauf. Und deswegen war das die allergrößte Anzahl, die es überhaupt gibt. Dann haben wir überlegt, wie wir es verkaufen. Und ich finde immer noch, die einzige logische Konsequenz ist das, bei Ladenöffnung vor Ort zu verkaufen. Eine bessere Lösung habe ich zumindest nicht gefunden. Und dann an jeden ein Trikot. Also es gab natürlich Überlegungen und ja, kontingentiert das. Es gehen 20 in den Online-Shop. Aber dann reden wir über Größen nachher von den Trikots, wofür man dann irgendwie einen Online-Shop bestücken muss und so. Das steht in überhaupt keinem Verhältnis mehr. Und ich finde, dann haben halt die Leute, die um 15 Uhr freitags schon da sind, halt mal eben Glück gehabt. Das ist dann halt so, mein Gott, es ist halt auch nur ein Trikot. Die Leute können sich freuen, die eins haben. Und die keins haben, ja, tut mir leid, aber sie haben halt kein Trikot bekommen. Gab es Kindergrößen? Nein. Dann bin ich ja froh, dass ich nicht da war, weil sonst hätte ich mich geärgert. Das Kleinste war S. Es gab Trikots von S bis XXL und jetzt von Match Worn oder Match Prepared gibt es S bis XL. Ich glaube, du warst die größte Größe. Das weiß ich jetzt alles. Trikotgrößen von Spielern. Das ist die also mit diesem Match Prepared habe ich tatsächlich auch die Augenbraue einmal. Was ist denn das überhaupt? Match Prepared heißt, die beiden Badges sind da drauf, Hermes und Bundesliga. Und so, es ist halt beflockt hinten. Spielplatztauglich sozusagen. Ja, also die können halt auch, ja genau, sie können halt spielen mit den Dingern, während du mit den anderen ja nicht hättest spielen können, weil halt diese beiden Badges fehlen und halt hinten keine Nummer und kein Name draufsteht. Und kein FC St. Pauli oder was. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Trikot gekauft. Bin da ganz. Ich habe mir schon viele Trikots gekauft, aber ich habe mir, glaube ich, noch nie irgendwas Beflocktes gekauft. Das ist mir dann aufgefallen. Nee, aber so als, ich habe mir auch noch nie ein Trikot gekauft. Also diese Badges irgendwie, Bundesliga und Hermes, sind dann auf dem Trikot, was ich mir theoretisch hier kaufen könnte im Fanshop.
gar nicht drauf? Oder? Nee, die kannst du dir da drauf drucken oder drauf bügeln oder wie auch immer drauf drucken lassen. Kannst du auch bezahlen, dass Werbung drauf ist. Also wenn du in den Fanshop gehst und dir ein Trikot kaufst, ist das ja, also da ist ja auch hinten nichts drauf geflockt. Ja, das ist klar. Aber genau, du kannst dir das halt hinten drauf locken lassen und du kannst dir, glaube ich, beide Dinger auf die Ärmel, super mit Gesten im Radio, beide Badges auf die Ärmel, auf die Oberarme. Gegen Gebühr. Ja, kostet. Klar, kostet alles extra, okay. Und wer sich so ein Hermes-Logo gegen Gebühr drauf macht, der gehört auch erschlagen. Ja. Ich will ja keins haben, ich frage ja. Nee. Ich habe ja irgendwann mal so eine Statistik gemacht über die ganzen Trikotpreise in den ersten zwei Ligen und da habe ich tatsächlich gesehen, dass es auch Spannen gibt, wie viel man an Gebühr nimmt für dieses Ärmelding. Das ging halt von ist inklusive bis hin zu wir nehmen 5 Euro und alle möglichen Abstufungen dazwischen. Und wie ist das dann? Also kann ich mir dann aussuchen, ob ich das DFB-Pokal-Logo oder das Bundesliga und nee, das also weiß ich nicht. Ich glaube, bei den Online-Shops kriegst du nur das Bundesliga-Logo oder ein Zweitliga-Logo halt dementsprechend. Also ich meine, okay, so bei den größeren Clubs wird es dann auch noch ein Champions League-Trikot geben, aber das ist ja dann nochmal ein anderes. Oder so ein Köln, so eine Karnevals-Edition aus Köln. Die will keiner haben. Alter, ey. Was haben die sich da nur gedacht? Also das Oktoberfest-Trikot von 60 fand ich das hässlichste diese Saison mit Abstand. Das, ja, aber das war letzte Saison leider schon das hässlichste. Das ist echt, also. Da habe ich gar nicht vor Augen, was irgendwie sowas passiert. Aber ja, das sieht aus wie so eine Kellner-Shirt. Ja, aber das, Alter, da, und das ist ja auch hinten so. Also, das hat auch einen ganz fiesen Rückendruck. Also, ist echt furchtbar. Alter, können wir uns kurz darauf einigen, dass 60 insgesamt eher hässlich ist? Da müssen wir nachher nochmal den ehemaligen Unterhaching-Spieler fragen. Sehr gerne. Ja, aber das, wer jetzt noch Trikots haben möchte, kann dieses. Es werden. Ich habe sie heute nämlich gezählt und verpackt und alles Mögliche. Es fehlt ein Trikot tatsächlich. Ich sage nicht von wem und was für eine Position er spielt. Also alle Mannschafts. Darf er Hand nehmen? Bitte? Nein, er darf nicht in die Hand nehmen. Das fehlte kurzfristig, ist aber wieder aufgetaucht. Ach so. Stimmt, ja. Es sind quasi alle bis auf eins heute durch meine Hände gegangen und 40 werden bei Sportoption versteigert werden. Das findet ihr auf der FC St. Pauli Homepage. Da sind im Moment schon 10 drin. Die anderen 30 kommen jetzt immer in so 10er Schritten. Und den Rest haben wir als Fanladen behalten und wir warten noch auf die Ansetzungen, weil wir nach einem Spiel hier im Fanladen einfach welche versteigern wollen, aber das nicht unbedingt am Donnerstagabend um 22.30 Uhr starten wollen, komischerweise. Und dann wird es noch welche im Forum auch zu ersteigen geben. Ja, also nehmt durchaus ein bisschen Geld mit, weil auf Sportauktionen, also das Trikot von Himmelmann zum Beispiel steht schon bei 400 Euro, die anderen lagen auch alle mindestens bei 200, was ich so gesehen habe. Stimmt, selbst so Trikots wie Sven Brodersen liegt bei 222 Euro oder so, das hat mich auch tatsächlich erstaunt. Die Kohle fließt dann direkt in? Genau, die kommt an uns und wir haben noch nicht hundertprozentig entschieden, für was für Projekte sie ausgeben, aber inhaltlich soll es um Antirassismus und oder Flüchtlingshilfe oder sowas gehen. Jo, sehr schön. Werden wir dann auch den Link zu sportauktion.de, glaube ich, ist das, dann da setzen. Ansonsten auf der Homepage findet ihr das auch. Sonst noch was zu Leipzig, was uns beschäftigt? Oder können wir den Punkt zumachen? Ewald hat ja ein etwas unglückliches Statement auf der einen Pressekonferenz von sich gegeben, was er dann natürlich auch danach gleich wieder klargestellt hat. Wird sowas in der Mannschaft diskutiert oder sagt man, ach, der Mensch ist eigentlich alt genug, dass er sich solche PR-Fehler oder der ist schon so alt, dass er einfach Bier vor sich hin sammelt, ey, das kennt man ja. Die Geschichte wurde intern klargestellt und es ist leider so, dass man in der Zeitung nicht sehen kann, mit welcher Geste er das gesagt hat, dann hätte man das vielleicht auch besser verstanden, aber ich glaube, dazu ist alles gesagt und von daher, ja. Ja. Okay, dann haben wir als letztes Spiel das 1:3 gegen den FSV Frankfurt. Ich sag mal kurz die Torschützen, 10. Minute Marc Schadkowski zum 1-0, fast auch noch 10. Minute Jan zum 1-1 mit einem irgendwie komischen Durchgestocher nach Doppelpass mit Sahin. Besagter Sahin kann dann in der 32. das 2:1 schießen, nachdem Peredai aus der Entfernung unter Kante Latte getroffen hat und Sahin eben den Ball reinstochert.
Und ein gewisser Lasse Sobich hat dann das 3:1 geschossen in der 53. nach Ecke per Eigentor. Körperteil ist nicht so richtig zu identifizieren gewesen. Wilko, magst du das zusammenfassen? Also erstmal grundsätzlich hatte ich zu gegen Leipzig hatte ich so richtig Bock, so erstes Spiel, Jahreswechsel, Freitagabend. Und bei Frankfurt, da bin ich schon mit so einer schlechten Grundstimmung, ich hatte auch keinen Bock auf das gleich wieder so ein Freitagabendspiel. Ich wusste schon vorher, dass das irgendwie nicht gut ist in der gesamten Choreografie der Termine. Hab dann, mich natürlich in der 10. Ich habe beide Tore in der 10. Minute. Nee, ich muss es anders erzählen. Ich war unterwegs in der 10. Minute, weil ich natürlich jemand bin, der schnell auf Toilette geht, kurz nach Anpfiff. Weil dann sind alle da und man ist ganz schnell, deswegen stand ich in der 10. Minute unten in den Katakomben, hörte dann das Huhu und so, rannte zum Fernseher, der da bei den Bierausschank-Dingern hängt in der Gegengrade. Achso, Gegengrade schießt. Genau, ja. Und da schoss aber in der Zeitlupe gerade jemand aus Frankfurt ein Tor und ich dachte, seid ihr alle bescheuert? So, was? Ihr habt jetzt nicht ernsthaft aus Versehen das Huhu gestartet, wenn Frankfurt gewinnt. Bin dann zurückgerannt, guckte auf die Anzeigetafel, sah das als 1 und dachte, scheiße. Was ich mich dann gleich danach gefragt habe, dieses frühe Tor von Schadkowski, hat das etwa System, Philipp? Oder schießt er immer nur rein zufällig in den ersten 10 Minuten seine Tore? Ich glaube, das war jetzt eher, was heißt Zufall? Ich möchte niemandem unterstellen, dass er zufällig ein Tor schießt. Nee, so, aber du weißt, wie ich es meine, ne? Ja, ja, ich weiß. So. Also, wir haben jetzt, es ist taktisch nicht ausgegeben, dass das Marc jetzt nach vorne in die Spitze geht und dann schon mal die ersten 10 Minuten das Feld beackert. Und wenn du ein Tor schießt, ja, schön. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Nein, so ist es nicht, auf gar keinen Fall. Okay. Hatte mich dann ja kurz dann doch für ihn gefreut, weil ich ja Fanboy bin und dachte, na gut, so ein Tor in der direkten Gegenbewegung sieht scheiße aus, ist aber bei unserer oder bei der derzeitigen Verfassung der Mannschaft eigentlich aushaltbar, hatte da aber vernachlässigt, dass FSV Frankfurt offensichtlich auswärts immer richtig Bock hat. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber man kam dann nicht wieder in Tritt. Die hatten da, als dann das 2:1 noch vor dem Halbzeitpfiff fiel, ich bin ja immer so einer, der genau weiß, was in der Kabine zu sagen ist. Ich freue mich ja immer. Die anderen 27.000 Bundestrainer auf der Tribüne, genau. So sieht's aus. Und also daran ist ja eigentlich die Hoffnung geknüpft, dass ich immer denke, eine Mannschaft kann nur stärker aus der Kabine kommen, weil man ist natürlich, und gerade wenn man den Videofetischisten Evalin jetzt hier so langsam, wer öfter den Müllerton hört, weiß ja, dass Evalin viel Video guckt oder zumindest aufzeichnen lässt, dass die Mannschaft auf jeden Fall zur Halbzeit stärker rauskommt als sie dann zum Abpfiff hinten reingegangen ist. Und es wollte mir nicht in den Kopf, dass man einen verdammten 15-Platzierten nicht überrennen kann. So. Und du hast sie hatten das gleiche Gefühl, was wir gegen Leipzig hatten, hatten sie dann die zweite Halbzeit. So. Und sie wussten einfach, es geht nicht. Und dann ging es auch nicht. Und dann, ja, wird er dann noch so reingeeiert in der Drei und dann ist war Ende. War sehr ein sehr trauriger Freitagabend, fand ich. Aber ich war, also bin seit gestern Abend wieder versöhnt, weil alle anderen ja für uns gespielt haben, auch irgendwie. Man hat uns das sehr schnell verziehen und ist ganz gut gelaufen im Spieltag, sodass ich jetzt nicht mehr so ganz traurig bin. Wieso? Freiburg hat doch gewonnen. Ja, aber so im Großen und Ganzen hat es da keine großen... Nürnberg hat gepunktet? Aber nur, auch nur ein, also das hätte noch schlimmer aussehen können. Auch hinter uns, die haben ja auch nicht alle gewonnen. Nee, also ich finde so, das Feld ist schon so von den Abständen her so geblieben wie vorher auch. Mhm. Da ist nicht groß durchgetauscht worden und deswegen kann man das noch so als Ausrutscher verbuchen, den man halt irgendwann so hat im Laufe einer Saison, denke ich mal. Also, wer die zweite Liga halt auch so ein bisschen kennt, der weiß, dass
es keine Garantien gibt, dass der Vierte automatisch den 14. oder 15. schlägt. Doch. zumindest nicht in der zweiten Liga. Das ist in der Bundesliga wäre nur ein bisschen anders, aber in der zweiten Liga jetzt ja. 10 Euro ins Phrasenschwein kann jeder jeden schlagen. So, das habe ich auch gesagt. Außer Duisburg. Außer Duisburg, ja. Warte mal bis Sonntag. Aber es ist ganz interessant zu hören, so, weil ich dann so ein bisschen auch aus der Runde heraus höre, dass ihr euch so mit Freiburg und mit Nürnberg so beschäftigt und so. Das ist übrigens ein Thema, das glaube ich ist ganz gut, wenn ich es jetzt mal sage, was in der Mannschaft gar nicht so Thema ist. Also es beschäftigt sich kaum jemand irgendwie mit denen, die über uns stehen, sondern mit den Punkten, die wir haben. Und mit 36 Punkten bist du auch abgestiegen, das ist einfach so. Und ich habe mit Bochum oder auch mit Unterhaching, das ist schon 100.000 Jahre her, aber da war ich auch schon mal in ähnlichen Situationen und da habe ich schon vieles erlebt, gerade in der zweiten Liga, was da so alles passieren kann. Und deswegen habe ich vor der Situation noch sehr großen Respekt, was dann passiert, wenn dann auf dem Punktekonto eine 4 steht. Das hoffentlich reden wir da in 2 Wochen drüber. Aber das ist jetzt nur mal so gesagt, dass man bei uns nicht intern nicht das Gefühl hat zu sagen, okay, was machen die da oben? Und ach, wir haben die anderen gespielt, na schön. Mhm. Klar, Fakt ist, so wie der Spieltag gelaufen ist, klar, kann man so sehen. Viel ärgerlicher ist es dann aber auch für alle. Und dass man trotz großer Arbeit und laut Statistik sind wir sehr, sehr viel gerannt, also sind sehr viele Kilometer zusammengekommen, dass man trotzdem keinen Zugriff hatte. Und das ist halt eine Sache, aus der die Mannschaft einfach lernen muss. Und da muss ich mich aber auch wieder vor die Mannschaft stellen. Wir haben sehr viele junge Spieler, die halt dann innerhalb des Spiels oder einer Halbzeit selber dann nicht so umstellen kann, dass wir sie dann in den Griff bekommen. Und das ist auch wieder die taktische Ausrichtung. Da möchte ich die Brücke jetzt schlagen, von Leipzig nach Frankfurt, dass wir gegen Leipzig dann die Jungs schon im Griff hatten und wussten, was sie vorhaben. Gegen Frankfurt war es um einiges schwieriger. Obwohl sie in der Tabelle viel weiter unten stehen als Leipzig. Aber da haben wir sie nicht in den Griff bekommen. Und auch nach der Halbzeit, wo wir nochmal was umgestellt hatten, selbst dann haben wir es auch nicht geschafft. Und ich habe auch so ein bisschen vom Momentum gesprochen. Ich sage dann auch immer gern den Jungs auch vor dem Spiel den Schneid abkaufen. Das geht gegen Mannschaften, die oben spielen, geht es ein bisschen schwieriger. Gegen Mannschaften, die unten spielen, natürlich ein bisschen einfacher. Man muss es aber trotzdem machen. Und wir haben es gegen eine Mannschaft, die unten steht, nicht geschafft. Und das ist das, was ja, für die Fans natürlich so ein bisschen enttäuschend ist, aber noch mehr enttäuschend ist dann für die Jungs, die ganze Woche darauf hinarbeiten und natürlich dann auch das ein bisschen im Hinterkopf haben, boah, jetzt spielen wir jetzt nicht gegen den 2. oder 1., sondern wir spielen jetzt gegen den 14., dann müssen wir unbedingt gewinnen. Und vielleicht ist das der falsche Ansatz, sondern man sollte einfach sagen, wir spielen es genauso runter, wie wir gegen Leipzig das gemacht haben. Und wenn Leute halt da ungeduldig werden, gut, dann muss man es einfach aushalten. Fakt ist aber, dass wir da ein Spiel verloren haben, was brutal unnötig war und das leider nicht gepasst hat zu der Stimmung, die an diesem Freitagabend geherrscht hat, weil ich sah es so, auch gerade mit der Anfangskurio und auch die Lautstärke im Stadion, das war so, wie ich das Milan-Tor lieben und schätzen gelernt habe. Das war Wahnsinn. Also ist mir noch mehr aufgefallen, als das gegen Leipzig der Fall war. Und gut, da könnte ich mich jetzt wieder in meinen Träumereien und meine Nostalgie jetzt wieder verschlingen über den Verein, aber sportlich gesehen war es natürlich für uns alle eine Enttäuschung. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich habe ja von Fußballtaktik nicht so viel Ahnung, aber es wurde damit gerechnet, die stellen sich jetzt hinten rein und wir haben eine Taktik dagegen, aber das haben die dann eigentlich gar nicht gemacht. Mhm. Und dann, oh scheiße, was machen wir denn jetzt? Jetzt überrennen die in Anführungszeichen uns ja und darauf bin ich jetzt aber gar nicht vorbereitet, sondern ich erwarte eigentlich ein ganz anderes Spiel. Mhm. Das stimmt, wir haben ein anderes Spiel auch selber erwartet, haben aber dann auch, weil wir das eigentlich das, was wir die Saison auch über meistens spielen, dass wir den Gegner kommen lassen und dann versuchen dann zu kontern. So, und das musst du auch nochmal gegen eine Mannschaft machen, die scheinbar spielerisch nicht so stark ist wie Leipzig. So, wir haben dann versucht, in dieses Muster wieder zurückzukommen, wurden aber dann doch auch taktisch überrascht mit deren Spielaufbau und auch gerade die Außenbahnen, die dann relativ hoch standen. Wir sind gut daran, daraus zu lernen, weil auch andere Mannschaften, übrigens auch Duisburg und dann auch Braunschweig macht das sehr häufig, mit einer Dreikette aufzubauen und dann praktisch wie eine Fünferkette zu spielen, was wieder ganz neue Räume aufgibt. Ich sage auch immer so, der Fußball verändert sich auch im taktischen Bereich und da geht es eigentlich nur noch darum, wo sind die Räume, wo kann man die Bälle reinspielen, wie reiße ich Räume auf? Und das war gegen Aalborg, war das sehr interessant zu sehen, gegen eine skandinavische Mannschaft, die traditionell taktisch sehr, sehr stark ist, wo es dann schon schwierig war, dann Mittel zu finden. Und das war gegen Frankfurt, war das auch wahnsinnig schwierig. Und das sind Aufgaben, die die junge Mannschaft mit der Zeit lernen muss und dann auch reagieren muss.
gerade weil du das sagst mit den Räumen, ich muss nochmal einmal zurückkommen auf das Leipzig-Spiel, weil in den Interviews vor dem Spiel hatte Evalin gesagt, ja, gegen Leipzig, da muss man mit langen Diagonalbällen arbeiten. Und dann fällt genau so das Tor. Also Lenny drischt den Ball irgendwie einmal quer übers Feld und genau das öffnet dann den Pass. Ich habe wirklich gedacht, Mensch, das haben die alle vorher die Pressekonferenz nicht gesehen, dann hätten sie das verhindern können. Und das kannst du halt gegen Frankfurt dann nicht machen, weil du hast die Räume nicht. Genau so ist es. Da sind die Räume anders besetzt und du hast die Angriffsrichtung ist dann aus dem Konter heraus dann vielleicht eine andere. Und das war gegen Leipzig. Wir wussten, wie wir das im Hinspiel gemacht haben. Und genauso haben wir es jetzt im Rückspiel gemacht, wo die Angriffsrichtung hingeht. Und wenn du es vorher im Kopf hast, dann nimmt Lenny einfach den Ball und drückt ihn dann auch diagonal. Mhm. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass da jemand von uns steht, der den Gegenangriff schon ausgelöst hat. Aber ich fand, weil du eben meinst, irgendwie, und Wilko ja auch so gegen den 14. gespielt, ob man das noch im Kopf hat oder nicht. Ich fand Frankfurt aber auch nicht so schlecht. Also die haben schon verdient gewonnen. Genau so ist es. Weil irgendwie die Abwehr oder weil zwischendurch ein paar Räume offen waren, sondern die haben das einfach auch intelligent gespielt. Und was da teilweise an Steilpässen kam in die Spitze, fand ich schon jetzt mal für das, was man so in der zweiten Liga sieht, teilweise auch einfach richtig gut gemacht. Und naja, manches Mal verliert man, manches Mal gewinnen die anderen. Ne? Mal bist du der Hund, mal bist du der Baum. Ne? Nachts ist kälter als draußen. Genau. Mhm. Nein, aber das war das, was ich eigentlich gesagt habe. Es ist halt in dieser Liga, die ist so ausgeglichen, dass du halt auch Mannschaften hast, die unten drin stehen, obwohl sie eine bestimmte Qualität haben. Ich hätte es fast gefragt, liest du Zeitung? Das ist aber nicht das, was ich wissen will, sondern liest du den lokalen Sportteil dahingehend, was euch jetzt ja so ein bisschen um die Ohren gehauen wurde, auch gegen Frankfurt aus 2 Spielen 0 Punkte, gegen 60 0 Punkte bisher, gegen Leipzig 6 Punkte. Warum ist das so schwer gegen die da unten? Warum tun wir uns gegen die anderen so leicht? Ist es wirklich einfach dieses, wir stellen uns lieber hinten rein? Ich finde den Vergleich ehrlich gesagt ziemlich weit hergeholt. Also ob das jetzt an der Mannschaft selber liegt, weiß ich nicht. Manchmal ist es auch so, dass durch einen Trainerwechsel oder durch Abgänge im Winter oder Zugänge im Winter die Mannschaft sich dann komplett verändert. Ich denke, 60 ist da so ein ganz guter Fall, wo sich relativ viel verändert hat auch. Deswegen finde ich den Vergleich, der hinkt so ein bisschen, weil das Personal dann auch ein anderes ist. Und entscheidend ist ja dann auch die Tagesform. Ich habe auch schon eingangs gesagt, wir sind ja keine Maschinen, die immer die gleiche Leistung abrufen oder Leistung bringen, sondern wir sind Menschen und da kann es auch mal passieren, dass du gegen eine Mannschaft spielst, wo davor 5 Spieler drin sind, die von ihrer Frau verlassen worden sind und gar nicht wissen, was los ist und vielleicht im Rückspiel das ganz anders ist. Also, dass da auch die Stimmung dann bei dem Gegner irgendwie auch anders ist. Also, da könnte man auch diesen Vergleich ziehen. Also, von daher sehe ich da keine Parallelen. Okay. Aber gegen Duisburg wollt ihr jetzt schon dann auch die Punkte 4, 5, 6 noch machen, damit das wieder ein bisschen ausgeglichener ist, diese Stadt. Ja, das wäre natürlich, wir fahren da jetzt nicht hin, um zu verlieren. Also Mensch, das ist sehr ganz gut. Klar. Haben wir das ja auch abgehakt. Dafür ist da auch zu hässlich. Gut, Choreo hattest du schon angesprochen. Es gab am Anfang eine Wunderkerzen-Choreo auf der Süd, wo dann dazu eben vorher noch ein Banner hing mit Gruß an die Schickeria München. Gemeinsam finden wir den Weg aus dunklen Zeiten. Hintergründe darf sich, glaube ich, jeder selber ausmalen, müssen wir gar nicht im Einzelnen darauf eingehen. Es gab aber dann auf dem Südkurvenvorplatz ein Feuerwerk. Kann da jemand was zu sagen? War natürlich hatte nichts mit dem Fußballspiel zu tun, gehe ich von aus. Ich war komplett extern, kann die DFL nicht. Habe mich total gefreut über den Hafengeburtstag oder was da war. Nee, ich glaube, es war irgendwie ein Neujahr, wurde da gefeiert, glaube ich. Ja, genau, irgendwo ist ja immer Neujahr. Ja, sah auf jeden Fall schick aus. Also, war echt richtig gut. Gerne öfter. Ich und auch voll. Bitte? Die Nähmaschine vorher, bin ich jetzt ganz genau. Das war das andere Spiel, das war Leipzig. Genau, das war auch schon großartig. Nähmaschine? Stimmt. Ja, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, das stimmt. Gegen Leipzig gab es die Choreo, wo die Blockfahne in der Süd mit Defidati Connoi war. Mhm. Und da kam aus einem komischen Gebilde am rechten Rand der Süd. Vom Kindergarten. Dieses braune Tuch mit der Riesenfahne raus. Ich habe das im Stadion auch nicht begriffen, was es war. Und als ich dann später die Fotos gesehen habe, wurde klar, das sollte eine Nähmaschine sein, aus der diese Blockfahne kam. In live vom Kindergarten über die gesamte Süd rüber genäht. Muss ich mir nochmal angucken. Ja. War eine 3D-Choreo. Es haben aber auch viele nicht verstanden, warum das Stoff aus dem Fernseher kommt. Also deswegen, das mit der Nähmaschine war nicht ganz so klar. Ja, aber die Fernseher möchte ich wirklich nicht sehen, die ich sag's ja nur so aussehen. Vor allem gab es ja sogar so eine Nadel.
Ja, das habe ich das war alles, erkannt. Wenn man so ein bisschen was im Kopf hat. Herzlich gucken, ne? Nee. Ja. Ja, soweit. Nimmst du Choreos momentan bewusster auf, weil du die Zeit dafür hast? Oder absolut. Anders gefragt, hast du als Spieler auch solche Sachen, als du selber, wenn du in der Anfangsformation stehst, da auch Zeit für? Also ich bin froh, dass ich... Also, ich bin nicht froh. Ich bin, er fragt als Spieler und du sagst, ich bin froh. Das ist naja, auch nee, ich bin, hier, ey. Nein, ich bin froh, das mal so auch miterleben zu können. Sagen wir es mal so. Anders gesehen natürlich kriegt mir das als Spieler oder wenn ihr auf dem Platz steht, kriegt man das natürlich auch mit. Ich werde oft auch von Fans gefragt, ja, bekommt ihr die ganze Atmosphäre überhaupt mit und so und wie ist das so für euch und so. Ich kann von meiner Erfahrung erzählen, während des Spiels konzentrierst du dich auf das, was vor dir passiert und du kriegst vielleicht die ersten 5 Reihen mit. So, das ist so eine Grundstimmung, die kriegst du natürlich mit. Und ja, hat das dann auch für euch einen Wert und so weiter und so fort. Und ich möchte es immer so beschreiben, da komme ich wieder zu meinem alten Spruch, wir sind auch nur Menschen. Und klar möchte jeder Spieler 100% Leistung abrufen. Das ist aber nicht immer möglich, weil manchmal bist du auch nur bei 97% oder 98%. Was es aber einen Spieler leicht macht, gerade wenn er für den FC St. Pauli spielt, du kommst, Hells Bells kommt dann und du kommst rein und du hast die Choreo, dass die letzten 2-3%, die einem dann noch fehlen, spätestens da einem gegeben werden. Und ich glaube, das ist ein riesen Pfand, was das Stadion auch einfach hat, dem Spieler nochmal vor dem Spiel nochmal so einen Kick zu geben, wenn er vielleicht nicht bei 100% ist, sondern bei 97%. Und ich bin davon felsenfest überzeugt, dass allein auch so eine Choreo und die Stimmung und alles, dass es nicht nur 2-3% sind, sondern auch 5%. Und dann gibt es bestimmt auch Spieler, die dann bei 105% spielen und nicht nur bei 100, obwohl es die ja eigentlich gar nicht gibt. Aber so, glaube ich, würde ich es beschreiben, dass man das schon mitbekommt, dass es einen schon nochmal richtig, richtig pusht. Als Spieler, der auf der Bank sitzt, ist das halt einerseits super, dass man das halt auch wirklich richtig genießen kann. Zum anderen ist es halt so, boah, ich würde jetzt auch gerne stehen. Klar. Hast du einen Lieblingsfangesang? You Never Walk Alone habe ich, finde ich super beeindruckend, auch gerade wenn wir mal nicht so gut gespielt haben, dass es Fans gibt, die dann, und ich nenne diese Fans keine Konsumenten, sondern sind sozusagen die Gestalter, die das mittragen, das mitgestalten, auch diesen, ja, man sagt ja immer von diesem magischen, diesen Raw, oder wie man nennt, mit auch einbringen in das Ganze, die nach dem Spiel dann immer noch dastehen, die ihren Schal hochhalten und Never Walk Alone singen. Da muss ich sagen, da läuft man dann schon mit Gänsepelle, läuft man dann wieder zurück in die Kabine und es gab dann auch sehr schlechte Spiele und die Fans dann trotzdem so zu einem stehen, gerade jetzt auch in der letzten Saison. Ja, das ist schon einzigartig und das ist so auch so ein Mosaikstein zu dem großen Bild, dass der Verein auch so abgibt, auch außerhalb von Hamburgs Toren. Da wollte ich auch nochmal ergänzen, dass ich schon lange nicht mehr erlebt habe, oder na, was heißt lange nicht mehr erlebt habe, zum Glück auch, aber dieses, wenn Spieler verletzt runtergetragen wird, dass man ihm dann tatsächlich per Klatschen nochmal sagt, okay, Sport hin oder her, oder sportliche Rivalität hin oder her, aber das hat nun wirklich keiner verdient. Das fand ich auch nochmal sehr gut. Also, oder das hat mich nochmal daran erinnert, einfach weil es auch lange nicht mehr vorgekommen ist, das so. Aber ja, diese menschlichen Gesten so, es sind halt einfach Berufsfußballer, so, das muss man ja sagen. Und ob das auf wessen Seite jemand spielt. Ich habe es aber leider nicht mehr verfolgt, was daraus geworden ist. Ich weiß nur, vielleicht an der Stelle kurz der Verweis auf die Vor- und Nach-dem-Spielgespräche, die wir immer führen, die ihr unter fcsp.hamburg euch anhören könnt. Da hat Michael Hein nach dem Frankfurt-Spiel jetzt mit Aimi gesprochen. Mhm. Aimi ist der Fanbeauftragte vom FSV Frankfurt. Und Aimi hat sich explizit für diese Szene nämlich bedankt, weil er, also er, eigentlich hat er es andersrum formuliert. Er hat gesagt, das erwarte ich ja von St. Pauli, das muss ich ja gar nicht mehr erwähnen, das ist ja immer so bei euch. Aber er hat es auch nochmal rausgestellt, dass das halt woanders nicht so selbstverständlich ist. Ja, und das finde ich ganz schlimm, wenn das woanders nicht so ist. Was sind das für... Ja. Naja. Sollen die mit sich selbst ausmachen, ne? Genau. Niki Simling war das übrigens an der Stelle. Gerne gute Besserung. Mir fällt noch eine Frage ein, weil du es gerade davon hattest, was du auf dem Platz so mitkriegst.
Und zwar war ich neulich beim Basketball und wie das so ist. Hamburg Towers? Hamburg Towers. Alter, da war ich auch einmal. Das ist gar nicht so schlecht. Und ich habe gelernt, was Klatschpappen sind. Ich wusste ja vorher, ja. Ich hatte so ein Ding noch nie in der Hand. Und dann setzt du dich da rein und kriegst so einen Zettel, naja, Zettel, so eine Pappe in die Hand, die du falten darfst und dann haust du ja, irgendwo drauf genau. Rum und egal. Ich bin beim Eingang, als ich da hinkam, habe ich Arme und Beine gespreizt und der Security-Typ wusste gar nicht, was ich von ihm wollte. Und so ein Drehkreuz und ich dachte so, ja, Mütze ab, Arme auseinander. Und ich sag mal, wer mal in meiner Nähe gestanden hat beim Fußball, ich äußere mich schon mal zum Spielgeschehen. Manches Mal auch konstruktiv und flätig, ne, so ein bisschen. Und ich habe mich gefragt, oder anders, beim Basketball gesessen, wollte irgendwas reinbrüllen und dachte, nee, der hört mich. und fand dann irgendwie, weil auch kein, da schimpft ja auch keiner, die sind dann alle irgendwie, hauen mit ihren Klatschpappen rum, aber so richtig, du Arsch, wirf vorbei oder so, ruft da keiner auf den Platz. Und ich habe mich gefragt, hört ihr das eigentlich, wenn man irgendwo im Stadion, wenn einer sich mal artikuliert, oder habt ihr nur so ein Brummen oder Rauschen oder Gesang im Hintergrund? Das heißt, ja, das ist natürlich bei so vielen Zuschauern, wird es, je mehr Zuschauer es sind, desto schwieriger wird es. Ich glaube, beim Basketball, ja, da hört man jeden Einzelnen, klar, aber es ist wahnsinnig schwierig. Also auch gerade so vorm Spiel, dann bist du auch relativ nah dann auch mal so an der Seitenlinie oder so. Und also man hört irgendwas rufen, aber man hört nicht, um was es jetzt so genau geht. Oder ob du es gemeint bist oder vielleicht ein anderer oder ob der jetzt mit seinem Nebenmann so laut redet, weil es so laut ist. Es ist schwierig, sehr schwierig. Das heißt, bei den ganzen, in den letzten 15 Jahren melodisch vorgetragenen Verbesserungsvorschläge, Optimierungsvorschläge hinsichtlich des Spielverlaufs, hat niemanden interessiert. Aber sie das wären bestimmt sehr interessant gewesen, aber man hat sie leider nicht gehört. Ja gut, dann muss ich dann fasse ich die nochmal zusammen und lasse sie euch schriftlich zukommen. Aber dann kannst du beruhigt weiterpöbeln, ohne dass du hinterher das Gefühl hast, du hast irgendwem ans Knie getreten. Ja, weil er hört es ja nicht. Das stimmt allerdings. Ansonsten Basketball Towers macht Spaß, kann man hingehen, gerne machen. Ja, wer mehr Klatschpappen braucht, kann auch zu den Freezers gehen, da gibt es die auch. Gut. Dann sind wir Freibier bei Basketball Final Four am Wochenende. Das mitgekriegt. Ist auch völlig uninteressant. Am Wochenende war Final Four beim Basketball. Ja, und da hat es durch die, beim Spiel um Platz 3 hat es durch die Decke geregnet. In München, im Audi Arena, oder wie heißt es? Audi Dome heißt es. Audi Dome, ja, genau. Und da hat es durch die Decke geregnet und dann ist das Spiel ausgefallen um Platz 3, weil die das reparieren mussten. Und in der Zeit gab es Freibier. Traum. Ist jetzt eine Cabrio-Halle dann, oder? Nee, die haben das da irgendwie zumindest notdürftig flicken Audi können, dass das Finale stattfinden konnte. Sie hatten noch Gaffertape da. Ich war letztens beim Konzert hier im Mojo und das hat ja diese Treppen, die sich da öffnen, jetzt hier bei den tanzenden Türmen neu und da hat es auch reingetropft. Mein euer Leben. Gab aber kein Freibier. Auf der Überholspur. Ja. Ja, also mein Leben war Samstag Viertel nach sechs Sportschau. Da ist nichts mit Überholspur, sondern Sportkampf. Ah, okay. Also wo Sonntag, Mike ist, regnet es rein. Er tropft. Egal. Ich war nicht beim Basketball. Egal. Ich denke, wir haben damit alles zu den letzten drei Spielen hinreichend und ausführlich besprochen. Leiten wir über zu unserer beliebten Rubrik Wilko liest aus alten Übersteigern. Bevor wir das tun, machen wir eine kurze Pause. Sehr gerne. Bis gleich. So, zweiter Teil. Wir sitzen immer noch hier und haben Philipp Herwagen zu Gast, mit dem wir uns gleich auch ausführlichst beschäftigen werden. Vorher aber darf Wilko die beliebte Rubrik Wilko liest aus alten Übersteigern präsentieren. Was hast du uns denn heute Spannendes mitgebracht? Um erstmal den Formalia Genüge zu tun. Es ist aus der Nummer 11 vom 4. Dezember 1994 für 1,50 Mark. Vorne drauf ist eine Konfirmation. Das ist die Mottofahrt nach, ich glaube, Zwickau. Weißt du das noch? Ja, es ist auf jeden Fall Zwickau, ein VIP in Zwickau, ist ein Artikel. Zwickau, über die hört man auch, also über Zwickau hört man so richtig gar nichts mehr. Zum Glück. Ja, okay. ja, es sieht aus wie eine Konfirmation. Es gibt auch noch Fukuhilas dabei und so, Anfang der 90er halt.
Ich lese aus eben jenem Übersteiger einen absolut lesenswerten Artikel, Once Upon a Time, Holy Ghost Field, also die Geschichte des Heiligen Geistfeldes, beginnend 1264. Er geht über zwei Seiten. Da das aber zu lange dauern würde, steige ich im Nachkriegsdeutschland ein, lese das letzte Drittel des Kapitels. Beginnend mit der Zwischenüberschrift Kultur hinter Stahlbeton und Fußball am Millerntor. Hört zu, könne was lernen. Nach dem Krieg glich das Heiligengeistfeld einer Kraterlandschaft, doch die Bunker hielten Stand. Heute ist der ehemalige Schutzraum an der Feldstraße der größte noch existierende Flakbunker in Deutschland. Mahnmal und Schandfleck zugleich. Er sollte nach dem Willen von Hitler nach dem Endsieg zu einem Palast umgebaut werden und an den glorreichen Sieg erinnern. Hierzu kam es bekanntlich nicht. Stattdessen wurden die Ecktürme nach dem Krieg vom Wohnungsamt mit zwei Zimmerwohnungen ausgestattet. Auf dem Heiligen Geistfeld selbst wurden Notunterkünfte, die sogenannten Nissenhütten, errichtet. Neben den Wohnungen beherbergte der Bunker sehr bald auch kleinere Firmen. Bevor Modefotograf F.C. Gundlach, eigentlich ein lustiger Name für so ein Fußballstadion in der Nähe, 1956 mit Studios und Labors seiner Firma PPS in den Bunker einzieht und bis heute unterhält und andere Kreative in Tüdelchen bezeichnenderweise folgten, schreibt dieser Ort auch Medien- und Kulturgeschichte. 1947 etabliert sich hier das erste Revue-Theater der Nachkriegszeit, die Scala, mit rund 1000 Plätzen. Die Nordwestdeutschen Hefte, eine der ersten Publikationen des Nachkriegsdeutschlands, etablieren sich hier. Und Axel Springer projektiert sein Hamburger Abendblatt, das erstmals am 14.10.1948 erscheint. Auch der NDR-Vorläufer, der NWDR, hat seine Studios im Hochhaus an der Feldstraße, so die damals verniedlichende Sprachregelung. Am 25. Dezember 1952 beginnt hier das erste reguläre Fernsehprogramm der Republik. Mit den Worten, das Fernsehen schlägt eine Brücke von Mensch zu Mensch, oh Mann ey, eröffnet NWDR-Intendant Werner Pleister um 20 Uhr das Programm. Einen Tag später erleben 4.664 TV-Gerätebesitzer 100% Einschaltquote, erstmals eine Direktübertragung im regulären Sendebetrieb. Paul Reimann und Harry Storz kommentieren das Pokalspiel FC St. Pauli gegen Hamborn 07. Das Spiel wird vom FC nach Verlängerung 3-4 verloren. Wie sollte es anders sein? Fußball wurde allerdings bereits einige Jahrzehnte vorher am Millerntor gespielt. Im Jahre 1907 ist hier das erste Mal die Lederkugel bewegt worden. Seit 1921 gibt es am Rande des Heiligen Geistfeldes, heutige Glacis-Chaussee, die ersten regelmäßigen Kicks. Seit 1924 wird dort gar auf Rasen der Fußballleidenschaft gefrönt. 1931, das Jahr, in dem der Namensgeber des heutigen Stadions, Wilhelm Koch, das Präsidium des FC übernimmt, entscheidet sich die Vereinsführung für einen Ausbau des Stadions. Der mittlerweile zu klein gewordene Platz wird in Eigenarbeit 1933-34 mit 25.000 Arbeitsstunden in 13-monatiger Arbeit zu einem Vorzeigestadion ausgebaut. Am 25.08.1936 wird das Stadion mit einem 6-2 gegen Blau-Weiß Berlin eingeweiht. Der Krieg zerstörte schließlich das gesamte Stadion. Doch wieder in Eigenarbeit der Spieler und Vereinsmitglieder wird das Stadion ab dem 8.07.45 erneut aufgebaut. Nach 14 Monaten war es dann soweit. Mit einem 1-0 gegen Schalke 04 wird das neue Stadion 1946 vor rund 35.000 Zuschauern eingeweiht. Der letzte große Sieg im alten Stadion. Wegen der internationalen Gartenbauausstellung IGA 1960 musste der Verein schließlich sein altes Areal aufgeben. Das Stadion wurde kurzerhand um ca. 200 Meter nach Westen verlegt, dahin, wo es heute noch steht. Während der zweijährigen Übergangszeit fanden die Spiele des FC am Roten Baum und im Viktoriastadion auf der Hohe Luft statt.
Das ursprünglich für 32.000 Zuschauer gedachte Stadion wurde aus Sicherheitsgründen zunächst auf 28.500 und in den 70ern auf 22.000 Plätze reduziert. Rekonstruktion, jetzt 29.000 irgendwas, um kein Parkhaus zu bauen, alles gut. Aber ernsthaft jetzt, wer mal im Fanladen ist und ins Archiv kommt, sollte sich diesen ganzen Artikel mal durchlesen. Das ist hier ein sehr geschichtsbelasteter Ort in Hamburg. Da kann man sich ruhig mal schlau lesen. Und der Artikel ist von Ronny, wenn ich das richtig gesehen habe? Ja. Das heißt, das ist auch seriöses Das Material. Stimmt auch fast. Ja. Im Gegensatz zu sonst. Ja. Sehr schick. Philipp hat sich eben umgedreht und geguckt, wo dieses 200 Meter entfernte Stadion vorher war. Ich weiß es, ich glaube an der Ecke, aber ich bin mir nicht, also super jetzt im Podcast drauf zu zeigen. Also ich glaube Richtung U-Bahn St. Pauli. Ja, ja, ungefähr da, wo jetzt der U-Bahn-Eingang ist. Okay. Also gegenüber fliegende Bauten. Fliegende Bauten gibt es auch nicht mehr. Weiß da jemand was genaueres? Sind weg. Ja. Okay. Genau, und ich gucke ja jeden Tag von der Arbeit, also ich arbeite hier an der Feldstraße, gucke jeden Tag auf den Bunker und bin jetzt sehr gespannt, was diese ganze Gartenbaugeschichte auf dem Dach, was das so bringt. Da bin ich irgendwie, war ich erst begeistert und jetzt, wo ich mich dann so in die Gentrifizierungsszene, in die Blogs und so einlese, ist das gar nicht so toll, wie man das eigentlich hält, aber bin ich auch zu weit weg. Wenn da jemand konstruktive Hinweise hat, kann er jetzt in die Kommentare unter dem Blogartikel schreiben oder uns antwittern. Aber auf jeden Fall kommen da tatsächlich noch mal ein paar Stockwerke drauf und so. Und das hat auch sehr formale Gründe, warum Investoren das wollen, dass dort ein Garten entsteht, weil sich dann Baurecht ändert und so. Und man dann da, naja, man darf gespannt sein. Nächstes Jahr soll auf jeden Fall das Dach begrünt sein. Und ist das denn schon durch? Sind die nicht noch im Verhandeln? Ich weiß ja, nicht. Genau. Da bin ich mir nämlich überhaupt nicht sicher, ob das... Justus nickt. Also ich glaube, es ist noch nicht so ganz klar. Es soll ja auch eine Turnhalle entstehen. Eine Sporthalle, wie man ja heute sagt, glaube ich. Im Bunker? Oder? Ja, auch oben drauf. Ich glaube, unter dem Garten dann sozusagen. Der Bunker soll ja höher gebaut werden. Und dann soll oben drauf der Garten, also ganz oben, also nicht auf das jetzige Dach, sondern auf das dann Dach. Und eine Etage soll eine Dreifeldsporthalle werden. Aber das ist noch nicht hundertprozentig klar. Aber das ist eine Idee, die jetzt auch schon ein bisschen ausgereifter ist, aber noch nicht beschlossen. Da ist noch nichts. Okay, in trockenen Tüchern. Zumindest mein letzter Stand. Das ist ja auch zwingend notwendig, damit man die nächsten Pyro-Aktionen dann wieder auch im Stadion sehen kann, nachdem die Nord jetzt ja vom Dach her höher gebaut wurde. Also, so gesehen. Ja. Heute schon am Morgen denken, ja. Genau. Und eine Turnhalle kann man ja auch gebrauchen, aber wie gesagt, ich bin da nicht so im Thema. Mir fehlt dann die Sonne im Büro. Ich find's halt scheiße. Ist jetzt genau, die Sonne wandert exakt übers Dach. Und wenn da einer, dann muss es schon ein sehr guter Garten werden, damit ich da versöhnt bin. Okay. Wobei, ich muss jetzt da schon recht geben, weil wir haben da was gemeinsam. Ich schaue auch jeden Tag morgens, wenn ich aufstehe, auf diesen Bunker. Und da bleibt man schon nochmal 10 Sekunden davor stehen und guckt dann so und denkt sich so, okay, wie war das dann im Weltkrieg, als dann da Flaktürme drauf waren und so weiter. Boah, ja. Da läuft es einen schon einen kalten Rück runter. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass das Ding als Mahnmal da noch mit in Hamburg steht. Finde ich nämlich auch. Ja. Also die ganzen innerstädtischen Bunker, die sollte man auf jeden Fall, abgesehen davon, dass es ein Schweinegeld offensichtlich kostet, die abzureißen, weil die sind ja nie gebaut worden, um abgerissen zu werden. Eine gute Sache. Ich war letztens auf einer, darf ich es noch erzählen? Oder? Natürlich. Ich war letztens auf einer Lesung, Übel und Gefährlich, von Thees Uhlmann und Katrin Bauerfeind. Und Katrin Bauerfeind, der hat da irgend so eine Reihe, wo Thees Uhlmann zu Gast war, kannte ich vorher auch nicht. Und kündigte ihn so an, also sie war schon auf der Bühne, kündigte ihn an, er kommt rein und ja, schön, dass du da bist und wie findest du das denn hier? Und er sagt, ja, ich finde das hier total super, ist Übel und Gefährlich, ist einer meiner liebsten Clubs hier, in Hamburg, bla bla bla, aber ich habe auch immer hier schlechte Gefühle, weil mein Opa hier im Krieg in dem Bunker stationiert war und so. Und da muss ich echt sagen, Katrin Bauerfeind ist ja nicht so oft sprachlos, aber die konnte überhaupt nicht damit umgehen. War auch ein bisschen gemein von Thees, aber irgendwie fand ich es auch ganz gut, den Abend so zu eröffnen, muss ich sagen. Ja. Ach, und dann hat er gegenüber seine Firma. Das ist ja auch irgendwie... Also Thees Uhlmann ihm seine Firma gegenüber vom Bunker. Ja. Das ist ja auch Ernst Kutzhorer eine... seine Frau. Ja, Ernst Kutzhorer ihm seine Frau. Na schön, ja, dann
Kommen wir zum zweiten Teil der Sendung, nämlich zum Thema Philipp Herrwagen. Vielleicht mal vorab, du hast ja für einen Fußballprofi in deinem Alter mit 32 Jahren verhältnismäßig wenig Vereine hinter dir. Ja, Loyalität ist sexy, könnte man dazu sagen. Sehr schön, sehr schön. Ja, als da wären, also selbst inklusive Jugend, waren es dann nur unter Haching, Bayern, Bochum und eben der FC St. Pauli. Das ist ja doch, also es reicht ja eine Hand, um das abzuzählen, und man braucht noch nicht mal alle Finger. Absolut, ja. Also es ist so, dass ich mich in den Vereinen relativ wohlgefühlt habe und ich glaube, das auch so ausgestrahlt habe und da auch ziemlich viel Energie immer auch so reingesteckt habe. Ja, das, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich glaube, das war auch dann der Grund, warum der jeweilige Verein dann auch gerne mit mir verlängert hat. Und ja, ich trotzdem sagen muss, dass jetzt, wie die Situation jetzt ist, noch eine andere ist, als wie sie vorher war. Was den Verein betrifft. Okay. Das darfst du gerne gleich noch ausführen und dann müssen wir unbedingt noch über 1860 sprechen. Vielleicht fange ich mal mit dem an, was man heutzutage Social Media nennt. Wir wurden nämlich vom User Cody29D darauf hingewiesen, dass deine Homepage, oder zumindest eine Homepage, die da heißt www.philipp-herrwagen.de, gar nicht mehr funktioniert. Ja, das stimmt. Weil sich da auch so ein bisschen die Zeiten in Sachen Internet verändert haben und ich die Webseite damals schon als ganz gut empfand, um ein bisschen Kontakt zu den Fans zu haben, aber einfach in der heutigen Zeit das auch gar nicht mehr so, ja, ich wusste gar nicht, dass Fans überhaupt irgendwie noch drauf gucken, weil jeder irgendwie einen Twitter- oder einen Facebook-Account hat und da der Kontakt ein bisschen besser von der Hand geht und ein bisschen einfacher ist. Von daher, ich mache jetzt nicht so viel in dem Metier, sage ich jetzt mal, weil ich immer ein Gespräch unter vier Augen oder ein 1-zu-1-Gespräch immer besser finde, als dann auf eine Tastatur zu tippen und dann denjenigen gar nicht so, weiß ich nicht, bei einer Diskussion. Das ist was anderes, ob ich mit jemandem direkt spreche oder online chatte oder Mails schreibe oder irgendwie sowas. Also von daher ist es eine Sache, so Social Media und Internet. Ja, ich mache es ja halt so, um auch ein bisschen Information rauszugeben, aber ein Gespräch suche ich dann doch lieber 1-zu-1 und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren jetzt auch die letzten 15 Jahre. Das heißt, du hast irgendwann für dich dann die bewusste Entscheidung getroffen, die Webseite lasse ich mache dann halt eine Facebook-Seite. Genau so ist es. Also ich habe, was man halt so hat, eine Facebook-Seite, wo ich so ein bisschen aktuell so ein bisschen auch manchmal den einen oder anderen auch bissigen Post reinsetze. Wer schon mal drauf geguckt hat nach dem Leipzig-Spiel, da konnte ich nicht, guckt selber einfach mal drauf. Es hat was mit einer Biersorte und einer kaputten Getränkedose. Genau so ist es. Und dabei belasse ich dann auch. Genau so bin ich halt aufgestellt. Twitter jetzt bin ich jetzt nicht so aufgestellt, aber ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Philipp Zieheis hat neuerdings einen Twitter-Account, habe ich festgestellt. Mhm. Das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ist nicht über meinen Schreibtisch gegangen damals. Über meinen. Ja. Er hat auch noch keinen blauen Haken als Authentifizierung. Ah. Deswegen habe ich das noch nicht beworben. Aber es war letztens einmal ein nahezu identischer Post wie auf seiner authentifizierten Facebook-Seite. Von daher gehe ich davon aus, dass der authentisch ist. Ich muss aber nochmal nachfragen. Hast du eigentlich einen blauen Haken? Nee, warum? Weiß nicht, hätte ja sein können. Nee. Wie funktioniert das mit dem blauen Haken? Ich glaube, die kriegst du zugeteilt von Twitter, da kann man nicht. Die rufen dich dann quasi an und sagen, hey, du bist prominent, dich wollen wir authentifizieren. Also der Herr Gunesch hat zum Beispiel einen. Ja, ich habe das schon mal gesehen, dass das gibt, aber ich wusste nicht, wie es funktioniert. Du twitterst doch gar nicht mehr. Ja, aber ich kann es ja trotzdem im Internet mir was angucken, auch wenn ich keinen Twitter-Account habe. Angucken darfst du ja alles. Aber er fühlt sich gleich so ein bisschen angegriffen. Ja, weil du so dumm bist. Okay, bevor das hier in körperlich auseinandersetzt. Ich kann auch nochmal, Webseite Kevin Prinz Boateng wollte ich hier nochmal unterbringen. Die schönste Website der Welt. Die hatten wir doch schon mal, oder? Ja, die haben wir schon mal verlinkt. Der hat kennst du die? Nein. Der hat eine Website im Stil eines Ego-Shooters. Du kannst mit Kevin Prinz Boateng durch sein Wohnhaus gehen, was er sich hat nachbauen lassen auf seiner Homepage. Und da so Bälle hochhalten und Nachrichten auf dem Küchentisch, da liegen so Zettel, die kannst du lesen und so. Eine sehr progressiv gemachte Website. Aber ich glaube, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, also die hat richtig Geld gekostet. Das glaube ich. Vielleicht auch nicht so angemessen, ey. Aber ja, wenn man die Boatengs so kennt, die brauchen das. Okay, ja. Du hast da momentan knapp 2900 Fans. Im internen Mannschaftswettstreit verlierst du damit total gegen Schnecke und Robin.
Aber deren Zahlen sind, nachdem sie hier waren, auch total explodiert. Das heißt, demnächst wirst du sie eingeholt haben. Also sehe ich schon Wahnsinn. Fast 3000 Leute gefällt Philipp Herwagen. Also das finde ich total abgefahren. Also dass so viele Leute da zusammenkommen, finde ich schon total cool eigentlich. Ja, wenn es mehr werden, umso schöner. Aber es raubt mir jetzt nicht den Schlaf, ob ich jetzt 3000, 8000 oder 80.000 habe. Das ist, macht jetzt nicht so den großen Unterschied. Aber ich habe es mir letztens gedacht, ich weiß nicht, irgendwann war die 2000er Marke schon überschritten und ich dachte mir, Wahnsinn, 2000 Leute, stell die mal alle auf die Tribüne und die zeigen dann auf dich und sagen, ja, gefällt mir. Oder mal zeigen den Daumen hoch, so in so einer Realität. Offline-iger Ansatz. Also das ist eine wahnsinnige Vorstellung, von daher cool. Also ich freue mich da über jeden und ja, leider ist es halt schwierig da, weil man da schon sehr viele Nachrichten bekommt und so, alles irgendwie zu lesen und zu beantworten und so. Das ist halt wahnsinnig schwierig und ich möchte halt auch dann nicht jemandem unrecht werden und dann einem schreiben oder einem dann nicht zurückschreiben. Es gibt halt manche Geschichten so, es gibt manche Geschichten, die sind halt Copy-Paste. Hallo, ich brauche ein Trikot oder ich brauche Handschuhe. Die findet man dann eine Woche später dann bei eBay wieder, was dann schon, das ist auch schon eine harte Nummer. Es gibt aber auch andere Situationen. Ich hatte jetzt Kontakt mit einem Vater, der war gegen Leipzig im Stadion. Und beim Wahrmachen irgendwie durch einen Zufall gucke ich auf die Gegengerade und so in die Ecke rein. Und dann gucke ich so ganz kurz und denke mir so, oh Mann, ey, wenn du da ganz unten links in der Ecke da drunten stehst, da siehst du ja fast gar nichts, gell? Und da sehe ich so durch die Gitter so durch, da steht ein kleiner Junge. Und ich sehe, das tut mir so leid, ey, der steht da hinten drin und sieht da nichts und so. Und dann bin ich halt, dann nach dem Wahrmachen irgendwie, habe ich dann spontan gedacht, okay, dann kriegt der wenigstens meine Torwart-Handschuhe, vielleicht kann er damit was anfangen, ist ein kleiner Trost, dass er da so schlecht irgendwo nichts sieht und so. Und da hat mir dann der Vater hat mir dann ein Bild davon geschickt und das fand ich dann schon sehr rührend und fand ich dann auch irgendwie witzig. Und da ist halt Facebook ein besseres Mittel als jetzt eine Internetseite für solche Geschichten. Aber ja, da ist halt schwierig dann auch dann zu kommunizieren, weil halt dann der eine sagt, ja, warum schreibst du dem, aber mir nicht und hin und her. Und deswegen ja, habe ich dann doch lieber das 1:1 Gespräch. Wilko, du verdienst mit dem Zeug ja dein Geld. Ja, ich hatte noch, geht's bei dir auf der Seite so einigermaßen manierlich zu? Also benehmen sich die Leute da oder? Ja, also ich habe jetzt noch keinen, der jetzt schreibt, pass auf, mir gefällt deine Frisur nicht, deswegen bist du ein riesiger Idiot. Und wenn er schreiben würde, oder streng dich mehr an und so, ich meine, das gab's ja in der Vergangenheit auch mal, dass du halt dann irgendwie was Böses bekommst. Gut, aber was soll ich jetzt? Jemand, der jetzt nicht vor mir steht und mit mir darüber zu kommunizieren, sich dann vielleicht hinter einem Laptop zu verstecken, finde ich halt schon ziemlich arm und dann jemanden so durchzubeleidigen. Ich finde Kritik immer gut, weil sie stärkt immer auch so ein bisschen ein, aber wenn es dann nicht konstruktiv ist und wenn es dann einfach nur darum geht, irgendwie was loszuwerden, gut, dann tue ich demjenigen auch was Gutes, weil wenn er dann schreibt, Philipp, du bist der größte Vollidiot und er fühlt sich danach besser, dann sei es mir auch recht. Aber habe ich da auch was gemacht. Aber wäre dann schon schöner, wenn er sich dann vor mich hinstellt und sagt, pass auf, Philipp, du bist ein Idiot, dann kann ich besser was damit anfangen, als wenn er es mir dann per Mail schreibt. Ja, das kann ich verstehen. Ich lese deine Seite sehr gerne und man merkt halt auch, dass du das eben selber machst und dass da keine 0815 abgeleckten Standard-Statements einer Agentur kommen. Ich denke, das ist ja das, was man bei anderen Profis, die da, wer weiß, wie viele Follower haben. Philipp Lahm, ja. Du darfst dich angesprochen fühlen. Du hast die schlimmste Social-Media-Präsenz im ganzen Internet. Ja. Ja, das ist schade, ja. Aus dem Flugzeug, aus dem Flugzeug heraus, bei der Ankunft in Dubai. Mensch, tolle Bedingungen hier. Super. Ja, klar. Und Sixtus ist eine ganz tolle Firma. Heißt sie Sixt? Nee, Sixt nur überhaupt, ne? Firma. Stimmt, ja. Alter, ja. Schwede, ey, das. Ansonsten das, gerne Präsentationen von neuen Turnschuhen und so weiter. Super. Sowas wollen Fans sehen. Nein, du beschäftigst dich da eher mit sozialen Projekten. Jetzt frage ich mal ein bisschen ketzerisch. Hast du dir um solche Dinge auch Gedanken gemacht, bevor du bei St. Pauli warst, oder hat der Verein dich in die Richtung geschubst? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das ein Prozess ist, der bei mir, seitdem ich hier bin oder seitdem ich dann auch mal ausgeliehen war für ein halbes Jahr, immer mehr bei mir so ein bisschen in den Vordergrund kam. Und deswegen, wenn ich jetzt wahrscheinlich Philipp Lahm wäre, Fußballweltmeister und so weiter und so fort, und bin mehr in dem Business drin und habe mit St. Pauli noch nicht diese Berührung gehabt, wie ich sie jetzt erleben durfte, dann ist es wahrscheinlich dann so, wie es halt eben ist. Ich habe jetzt das Glück, dass ich das hier mitnehmen darf, jetzt noch mit 30 Jahren oder mit über 30 Jahren.
Und ich habe, glaube ich, ich musste oder durfte dann zugeben, dass mich der Verein schon verändert hat. Also das kann ich oft so auch zugeben. Und ich dann auch von Leuten inspiriert werde und auch von Leuten so mitgenommen werde. Sei es jetzt, ja, Fans, die halt, und das ist auch, das habe ich auch mal von einem Fan mal gehört, der gesagt hat, ja, Philipp, weißt du was, St. Pauli, FC St. Pauli, das ist, da ist eigentlich der Verein der Star und nicht der Spieler selber. Das fand ich so beeindruckend. Und das merkt man auch in der täglichen Arbeit, weil man als Profi in Ruhe arbeiten kann. Das ist so, das ist bei anderen Vereinen auch ein bisschen anders. Aber du kannst hier in Ruhe arbeiten, kannst dann deine Arbeit nachgehen. Und wenn du das Angebot annimmst, welche der Verein auch so, oder die Möglichkeiten annimmst, die dem Verein auch so bietet, ja, umso besser. Dann kannst du neben dem Fußball noch gute Sachen machen, die dann noch Spaß machen. Und das ist das, was ich jetzt sagen muss, was mich so jetzt im Laufe meiner Karriere mich jetzt nochmal so richtig kickt. Also das ist, kann ich jetzt offen so zugeben. Und klar, das verändert einen Menschen natürlich. Ja, und umgekehrt nimmt man das dann ja auch wahr, dass diese, ich sag jetzt mal, Überzeugung bei dir irgendwie über die Zeit gewachsen ist. Ich meine, ohne dir zu nahe zu treten zu wollen, du bist nur Ersatztorwart, mhm, in Anführungsstrichen. Trotzdem bist du einer derjenigen, den wir hier einladen. Und ich glaube, nach Colorball und Himmelmann und Schachten, der fünfte Spieler erst. Also von daher ist das ja auch etwas, was durchaus in der Fanszene wahrgenommen wird. Mhm. Und, ich habe jetzt nochmal so ein paar Projekte aufgeschrieben, die du in letzter Zeit auf der Seite hattest. Zum Beispiel der FC Hamburger Berg. Magst du da ganz kurz was zu sagen, wie das auch zustande kam? Das ging über einen privaten Kontakt zustande. Da geht es um ein Projekt, um ein Fußballprojekt. Und zwar sind da Trainer und Funktionäre in Altona, die Flüchtlingskindern oder halt auch Erwachsenen, die halt in ihren Heimatländern selber Fußball gespielt haben und das auch auf semi-professionelle Ebene weiterführen möchten, auch jetzt hier in Deutschland eine Plattform geben und eine Möglichkeit geben, da auch unter halbwegs professionellen Bedingungen dann auch zu trainieren. Mittlerweile gibt es sogar eine dritte Mannschaft, so viel ich jetzt aktuell weiß. Und ein riesen super Projekt. Ich habe die dann besucht. Wir haben dann innerhalb der Mannschaft eine kleine Sammelaktion gemacht und haben Sportsachen dann gesammelt, dann für die Jungs und Fußballschuhe und so weiter und so fort. Die haben sich riesig gefreut. Ich war dann dort beim Training und habe mir das dann auch so ein bisschen angeguckt, das Ganze. Und ja, war sofort Feuer und Flamme. Die Jungs waren auch total begeistert und konnte sie, glaube ich, auch als Fan dann auch begeistern so ein bisschen. Und ja, das war super schön. Und jetzt, ja, wenn es dann auch wieder ein bisschen länger hell ist draußen und so, dann werden wir wahrscheinlich dann, werde ich wieder zu Besuch kommen. Aber ich habe denen versprochen, dass sie jetzt einen großen Supporter haben bei der Sache. Und mich riesig drüber gefreut. Und ja, allein das Flüchtlingsthema, alleine, wenn du die Leute siehst, was die Leute durchmachen und dann halt durch so ein Fußballtraining einfach schon aus ihrem schrecklichen Alltag da ein bisschen rausgezogen werden. Und das finde ich halt super, dass da Leute ehrenamtlich da arbeiten und da auch mit so viel Energie und Herz dabei sind. Und ja, Leute, die mit Energie und Herz irgendwo bei einer Sache sind, das inspiriert mich schon sehr und das finde ich super. Also allergrößten Respekt vor diesem Projekt und das ist wahnsinnig unterstützenswert. Ja, und da bleibe ich auf jeden Fall dran. Dinge, die beeindruckend sind, mitzubekommen. Leute, die Sachen durchmachen, trifft auch auf Viva Con Agua zu. Da warst du letztes Jahr in Äthiopien, mhm, oder vorletztes Jahr sogar, Kalenderjahr. Mhm. Über Max, Silvester, ja. Über Silvester. Kam wahrscheinlich durch Benny Adrian zustande, oder? Ja, durch ganz lustige Geschichte, durch Michael Fritz, auch ein Gründungsmitglied von Viva Con Agua. Wir hatten da mal Kontakt für eine Fotoaktion, wo wir fotografiert worden sind und die Bilder in der Millantor Gallery dann zugunsten Viva Con Aguas dann verkauft worden sind. Und auf meinem wöchentlichen Spaziergang durch das Schanzenviertel kam er mir dann entgegen mit seinem Praktikanten Nobe aus Uganda. Und dann hat er mir ihn vorgestellt, wir haben so ein bisschen geredet und sagt, ja, Philipp, pass mal auf, ich kenne dich doch, du hast eine Weltreise gemacht mit einem Rucksack und war total spannend und so. Sag mal, wäre das nicht interessant, dir mal so ein Projekt anzugucken? Und dann habe ich kurz mal so 5 Sekunden überlegt und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, das wäre super. Also wenn wir das irgendwie hinbekommen, aber mit Sommerpause und Winterpause ist relativ eng, das Zeitfenster, wir müssen dann gucken, wie wir das hinbekommen. Ja, kein Problem, wir basteln da was. Ja, und wir haben dann innerhalb von 2 Monaten das so gebastelt, dass ich dann wirklich nach Weihnachten dahin fliegen konnte und dann, ja, ich glaube am 3. oder 4. Januar dann wieder dann zurückgeflogen bin, einen Tag vor Trainingsstart. Es war dann nur ein bisschen unglücklich, das ist eine kleine Anekdote nebenbei. Ich habe dann mein Auto, das hatte ich dann im Mannschaftshotel geparkt, wiedergeholt und in der Lobby kommen dann direkt das Präsidium und Trainer und ein neuer Spieler, den wir damals ausgeliehen hatten, kam mir dann direkt entgegen und sagte dann, ja, Philipp, wo kommst du jetzt gerade her? Sieht aus, als wenn du eine große Wanderung machst und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme aus Äthiopien. Okay, dann war erstmal große Stille. Wie hast du da Urlaub gemacht? Dann habe ich so ein bisschen davon erzählt. Oke Göttlich, unser Präsident, war ja auch schon mal in Äthiopien und es war dann ganz interessant, auch seine Erfahrungen dann zu hören. Aber das war dann schon super interessant zu sehen, wie der Spieler für große Augen macht.
so, hä, der fliegt nach Äthiopien und wie kommt das und so. Und er hatte mich dann auch nochmal im Trainingslager nochmal gefragt, im Wintertrainingslager, und konnte ihm das so erklären. Und da habe ich auch in seinen Augen gemerkt, wow, hier ist etwas, was Besonderes ist. Hier gibt es Möglichkeiten, die außerhalb des Fußballs schon ganz, ganz gut sind. Und ja, Äthiopien, das war mein erstes Mal richtiges Afrika. Das war natürlich ein super, super Eindruck. Und da könnte ich jetzt, ich habe ja dann im Februar auch einen Projektabend darüber gemacht, da habe ich dann fast 2 Stunden darüber erzählt. Ich glaube, den Leuten hat es ganz gut gefallen, habe da relativ gutes Feedback bekommen. Deswegen ist jetzt, würde es jetzt den Rahmen sprengen, da jetzt Einzelheiten zu erzählen. Aber es war wahnsinnig spannend, welche Dankbarkeit Menschen haben, wenn es allein nur um Trinkwasser geht. Und dieses Thema wird uns spätestens in den nächsten 20, 25 Jahren auch hier in Europa erreichen. Und dann wird es den Leuten noch bewusster, wie wichtig sauberes Trinkwasser ist. Übrigens auch, wie wichtig es ist, eine saubere Toilette zu haben und sich mal die Hände zu waschen. Aber das geht jetzt über die Sendezeit hinaus. Apropos, heute kam Goldeimer in die Läden, glaube ich. Das neue Toilettenpapier von Jörg Mecker. Zum Beispiel, ja. Also, wer bewusst konsumieren will, wechselt jetzt von Danke zu Goldeimer. Ja, ganz genau. Ja, dann ein Thema, was dich, glaube ich, aber schon ein bisschen länger beschäftigt, ist Movember. Mhm. Da bist du, glaube ich, in der Mannschaft zumindest der Einzige, der das auch so bewusst dann... Ich glaube, ich war der Einzige, wo man es so ein bisschen auch gesehen hat. Es waren noch 2 Spieler mit dabei, da war es aber leider so, dass man es nicht so gesehen hat. Ja, wir haben da so ein bisschen zu spät dann auch dafür die Werbetrommel gerührt und versucht, da Geld zu sammeln. Und zwar geht es um die Männergesundheit und die Krebsforschung. Ich habe leider am Krebs auch ein Familienmitglied verloren und deswegen war das für mich halt so eine persönliche Geschichte. Zweigrangig war aber auch daran, weil ich so gut fand, ich habe versucht dann auch Fans, die Geschäftsstelle, alle aus dem FCSP-Kosmos zusammenzuführen bei dieser Geschichte. Das ist mir leider nicht so gelungen, wie ich es mir halt vorgestellt, habe. Allein auch, weil die Vorlaufzeit einfach zu kurz war. Ich werde es aber nächstes Jahr wieder versuchen, dann aber auch mit einer größeren Vorlaufzeit und dann werde ich auch versuchen, dann auch mehr Leute mit ins Boot mit reinzunehmen. Aber es war super interessant, weil dadurch Begegnungen entstanden sind in diesem FCSP-Kosmos, der vielleicht ohne diese Aktion nicht entstanden wäre. Und das ist einfach dann schön zu sehen, weil wir ja immer so ein bisschen sprechen von, ja, wir sind eine gewisse Familie und klar gibt es auch unter Fans bestimmte Gruppierungen. Es gibt Leute, die für den Verein Fußball spielen, es gibt Leute, die für den Verein arbeiten, die das Ehrenamt und so weiter und so fort. Und da habe ich versucht, mit dieser Aktion erstens die Männergesundheit zu fördern und zweitens auch Leute zusammenzubringen. Und ich glaube, das hat in Ansätzen hat es gut funktioniert, aber das kann man auch ausbauen und da werden wir sehen, wie wir dann dieses Jahr im November da im Movember oder dann auch schon einen Monat vorher dann zusammenkommen. Welche Spieler müssen denn am Bartwuchs noch arbeiten bis dahin? Ja, Lennart war so ein bisschen, er war ja mit einer ersten Stunde, der gleich gesagt hat, ja, da mache ich sofort mit, aber mir wächst der Bart nicht so. Und ich habe gesagt, das ist auch egal, wir können es wenigstens mal versuchen. Und da war das dann schon ein bisschen skurril, ja, zum Beispiel. Also Lennart der zieht. Geht jetzt ja eh, das ist ja dann. Gut, aber vielleicht will er dann trotzdem dabei sein nächstes Jahr. Mal gucken. Wenn er dann in der zweiten Liga spielt und wir in der ersten, ja. Und weniger lustiges Thema, oder die anderen waren ja auch nicht lustig, aber auch eher unerfreulich für dich persönlich, war ja, dass du im Sommer 2012 wurde dein Vertrag in Bochum nicht verlängert und du bist ins Camp der vertragslosen Fußballer. Ich hoffe, der Name war richtig gegangen. Warst quasi arbeitslos. Ganz genau. Also ich war offiziell 2 Monate arbeitslos. Natürlich eine Zeit, die sehr, sehr schwierig war auch für mich, weil man natürlich auch dann bestimmte Selbstzweifel hat. Man fühlt sich dann auch nicht wirklich fit, weil du bist nicht im Mannschaftstraining drin. Dieses Camp der Spielervereinigung, es gibt ja auch eine Gewerkschaft der Profifußballer, was da angeboten wird, was kostenlos angeboten wird, was ich für eine sehr super, sehr schöne Sache empfinde, weil sich da auch die Spieler solidarisieren mit den Spielern, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und ich bin in diese Situation gekommen und wer weiß, wer schon mal auf dem Arbeitsamt war, der weiß, das ist kein so ein schönes Thema. Ich hatte zum Glück aber auch Freunde, die zu mir standen und auch gesagt haben, Philipp, es ist bei so einer Profikarriere nicht immer so, dass alles so glatt läuft. Da kommen auch mal Zeiten, die halt nicht so schön sind und ja, das war schwierig, angefangen von sich Arbeit suchen dann zu melden, bevor der Vertrag ausläuft. Das war so mein erster Kontakt in Bochum. Ging ja dann weiter, dass ich dann ans Arbeitsamt München übergeben worden bin, weil ich dann nach München in meine Heimat erstmal zurückgezogen bin. Und
ja, so die Tage so ins Land verstreichen und sich man dann auch Gedanken macht, okay, vielleicht ist man doch zu alt oder man ist, weiß ich nicht, man ist diesem Beruf dann noch nicht her oder vielleicht war es dann auch so nach 10 Jahren, ist es dann auch mal wieder gut. Ja, im Endeffekt ist alles anders gekommen und es ist halt eben so jetzt, wie es ist und es geht im Fußball wahnsinnig schnell und das war das, was ich auch dann geglaubt habe. Aber nochmal Grüße ans Arbeitsamt Bochum, München und im Eppendorfer Weg. Wir werden uns erstmal so schnell zum Glück nicht mehr wiedersehen. aber das ist, es gibt einem so ein Stück auch ein bisschen Demut und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht. Wilko? Also, wie ist das denn, wenn man aufs Arbeitsamt kommt und sagt, eigentlich kann ich nur Fußball spielen? Also, das wäre jetzt so die Herleitung dessen. Oder hattest du einen Plan B? Wenn die dich fragen, was können sie denn? Was sagt man denn da? Also, ich kann gut rennen. Mhm. Es war teilweise so, in Bochum wusste man da schon Bescheid, weil da gab es ja auch dann der manche Trainer, der mit der S-Klasse dann zum Arbeitsamt gefahren hat. Ja, ich bin Trainer, aber lassen Sie mich in Ruhe, ich mache nur Fußball. Ja. Das gab es ja auch schon mal. Und bei mir war es dann eigentlich nicht ähnlich, aber man sagt dann zu mir, ja, sie haben bestimmt ihre eigenen Berater oder Agenturen, die das dann auch für sie dann suchen und so. Also ja, schon, aber es könnte halt sein, dass ich dann auch keinen Verein mehr finde und ich dann studieren anfangen möchte und habe mich dann halt natürlich dann schlau gemacht, okay, das war welche, der Plan B. In welche Richtung es dann gehen könnte. So. Und ja, es gab natürlich auch Sachbearbeiter, die gesagt haben, ja, haben sie einen Lebenslauf, sie müssen einen Lebenslauf schreiben und so weiter und so fort, Zeugnisse und so weiter und so fort. Das war jetzt für mich auch kein Problem, war auch sehr interessant, auch mal so in diese Richtung dann zu gehen. Alles in allem, als ich dann dann wieder hierher kam oder hier wieder zurückkam, muss man ja so sagen, ja, war es dann so ein, ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben. Also ich glaube, das erste Training, was ich hatte, war dann wieder so mit ein bisschen Gänsehaut, weil ich halt eine sehr schöne Zeit hatte, in dem halben Jahr, wo ich ausgeliehen war. Das war wie eine Kur für mich, das halbe Jahr, weil ich dann auch mit Spielern zusammenspielen durfte, die den Verein auch über Jahre lang auch geprägt haben, wie Fabian Boll, Flo Bruns, Bene Pliquet, wie sie alle heißen, Fabio, der Kapitän, und man da so mitbekommen konnte, wie es auch funktionieren kann in so einem Fußballbusiness. Das hat mich wahnsinnig weiter nach vorne gebracht. Natürlich war dann das Jahr, was ich dann noch in Bochum hatte, dann umso schwieriger. Aber ich wusste dann, was ich möchte. Und dass es dann natürlich dann so klappt, dass ich wieder zu dem Verein wieder zurückkommen darf, der mir dann so das gezeigt hat, wie Fußball auch noch Spaß machen kann. Das ist natürlich, das war wie ein Sechser im Lotto. Von daher bin ich immer noch dankbar an den Fußballgott, an Universum, Hare Krishna oder Buddha oder wer noch irgendwas. Ich will sie alle genannt haben, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und sag mal, wo ist dieses Camp? In Duisburg. Das ist in Duisburg, da ist auch dann das Büro der VDV, also dieser Gewerkschaft. Und da hatte man sich dann immer getroffen von Montag bis Donnerstag. Da war dann ein Training mit Fußballlehrern zusammen. Ich hatte dann Georg Koch als Torwarttrainer noch zusätzlich und habe dann Freitag dann in München selber trainiert und Samstag, Sonntag sozusagen nur regenerativ gearbeitet. Oder eben mit meinem alten Torwarttrainer aus Unterhachinger Zeiten, mit Rainer Berg, der in München als Freelancer-Torwarttrainer arbeitet, das ist sehr erfolgreich. Übrigens auch eine Geschichte, die ich mir auch selber gut vorstellen könnte, weil er mit jungen Torhütern zusammenarbeitet und damit ja gutes Geld auch verdient und das ist eine schöne Geschichte. Und ja, unter anderem auch Rainer Berg, jemand, der mir da sehr geholfen hat durch diese schwere Zeit. Wie kommt denn da der Kontakt zustande? Hast du direkt nach dem Arbeitsamt dann von der VDV eine E-Mail bekommen mit wir trainieren immer montags bis donnerstags oder wie läuft das? Nee, festes Schuhwerk mitbringen. Genau. Regenmantel und festes Schuhwerk, ja. Nein, der Kontakt kam so, dass die VDV darauf aufmerksam wird, wer vertragslos dann ist. Und die VDV kam dann auf mich zu und hat gefragt, ob das für mich interessant wäre, weil ich auch schon das eine oder andere Bundesligaspiel gemacht habe und das für die ja dann natürlich auch einen Mehrwert hat, wenn ein Bundesligaspieler dort sich dann dort fit hält und war dann auch eine Win-Win-Situation und alle haben davon profitiert, absolut. Also ja. Und ist jeder Profifußballer da automatisch Mitglied? Nee, das ist eine solidarische Geschichte, das ist auch so, wie auch jeder Arbeitnehmer sich in der Gewerkschaft halt auch organisieren kann. So ist es bei den Fußballern genauso. Es ist keine Pflicht. Es wird natürlich gern gesehen und ich finde aber trotzdem diesen solidarischen Gedanken finde ich sehr gut und deswegen bin ich auch Mitglied in dieser Spielergewerkschaft. Ja, das ist der Grund. Und gut, ich habe jetzt davon profitieren können. Andere Spieler, die natürlich 10 Jahre Champions League spielen, die werden natürlich keinen Mehrwert davon haben, sind aber trotzdem in der VDV, allein um Spielern auch dabei zu unterstützen, wenn es um
ja, irgendwelche rechtlichen Sachen geht gegenüber dem Verein oder Spielerberatern. Es gibt 100.000 Felder, die man da, wo Spieler auch was falsch machen können. Das ist so eine Gewerkschaft, also wie, wenn ich jetzt Gewerkschaftsmitglied wäre, ich wäre die Mitglied, genau. Man bezahlt 1% des Bruttolohns oder was bezahlt man bei der Gewerkschaft? Ja, so, also ist genau so. Es gibt Mitgliedsbeiträge, die natürlich gestaffelt sind auf Ligazugehörigkeit, also ein Erstligaspieler zahlt mehr als ein Zweitligaspieler. Das bezahlt man aber aus privater Kasse, es gibt da irgendwie kein steuerliches Modell oder dass man da noch irgendwie hin und her und so, aber es ist halt ein Betrag, den man halt, oder halbjährlich sogar bezahlt. Und so ist es halt organisiert. Ist Jürgen Reumann da noch irgendwie Vorsitzender oder war der das nur eine Zeit? Boah, das weiß ich nicht. Ob der da noch voll. Ich das glaube aber nicht. Mein großes Torwart-Idol in der Jugend. Na gut. Wir haben ganz viele Hörerfragen auch bekommen. Die eine nach der Telefonnummer deiner Schwester Bernadette, deiner Telefonnummer und der Telefonnummer von Marc Hornschuh werden wir in den Kommentaren später bearbeiten, damit die jetzt keiner mitschreiben muss. Dann haben wir von das Stefan. Ist eine Weltidee. Weltidee. haben wir von Stefan Seitz aus Unterhaching, da Sir Quickly auf Twitter, die Frage bekommen, ob du dir nochmal vorstellen könntest, irgendwann wieder nach Unterhaching zu kommen. Also die Spielvereinigung ist mir, das ist ja mein Heimatverein, könnte man, aber was ist Heimatverein? Ich habe dort noch meine Wurzeln, ich bin dort aufgewachsen, ich bin mit dem Verein auch aufgewachsen. So, deswegen war es ganz interessant, den Übersteiger zu hören von 1994. Ich kann mich, glaube ich, daran erinnern. In dem Jahr war nicht sogar St. Pauli und FC St. Pauli und die Spielvereinigung in einer Liga, ich weiß es nicht. Frag mich nicht, da war ich 13. Musst du mal Tabelle aufschlagen. So, und es könnte sein. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab ein Spiel im Unterhachinger Sportpark, wo ich als kleiner Junge dort war und ein Spiel gesehen habe. Jetzt bin ich mal gespannt. Es wird gerade nachgeschlagen. Ja. Ich glaube links oben. Blättergeräusche. Genau. Kein. Hertha BSC, VfL Wolfsburg, FC Saarbrücken. Nee, war in dem Jahr ausgerechnet nicht. Gut, es kann sein. Also auf jeden Fall, irgendwann da muss es gewesen sein. Es gab ein Spiel, ich glaube, es war ein Freitagabend, bitterkalt, irgendwann im Winter. Und es passierte 90 Minuten gar nichts, bis dann auf einmal St. Pauli das 1-0 machte. Und alle schon so, ja, mit den Niederlagen gerechnet hatten. Und Unterhaching dann, glaube ich, in der 92. das 1-1 macht und in der 94. noch 2-1 gewinnt. Gibt's ja nicht. Das waren meine einschlägigen Erlebnisse, meine ersten einschlägigen Erlebnisse mit dem FC St. Pauli. So schließt sich der Kreis. So schließt sich so ein bisschen der Kreis, ja. Ich habe dann, also daran muss ich mich auch immer so ein bisschen erinnern. Nein, also ich sehe da schon sehr, was da so passiert. Und es ist halt natürlich schade, dass der Verein mittlerweile viertklassig ist. Und dass da leider auch sehr viel schiefgelaufen ist, auch in der Vereinsführung und so weiter und so fort. Aber da habe ich mich dann auch über Facebook auch so ein bisschen schon drüber geäußert, dass das ein oder andere Urgestein, was den Verein auch so ja viel gegeben hat, auch ehrenamtlich viel gegeben hat, leider dann gegangen worden ist. Aber das ist so eine ja Geschichte, die die Leute, die dort arbeiten, dann unter sich ausmachen müssen. Aber ich habe noch sehr viel Kontakt zu Fans dort. Und die berichten mir leider auch das, was ich jetzt gerade so ein bisschen erzählt habe, bloß ein bisschen drastischer. Aber klar, bleibt für mich immer interessant. Ich war dort in der Jugend, ich war dort als Profi. Ich denke, das Symbol ist auch in meinem Herzen so ein bisschen eintätowiert, wenn man so schön sagen kann. Ja, dann an der Stelle schönen Gruß an Stefan. Der hat übrigens den Blog überhaching.de, dürft ihr euch gerne auch mal anschauen. Nächste Frage von Klaas Reese, Sportkultur auf Twitter, der da fragt nach einem besonderen Spiel, ob das denn das Schlimmste deiner Karriere war. Wenn du jetzt selber erstmal, bevor ich dir sage, welches das war, überlegst, so deine Top 2, 3 schlimmsten Spiele oder Erlebnisse in deiner Profikarriere? Also, was dazugehört war mit Bochum in Hoffenheim, da gab es dann kurz vor der Halbzeit einen Unfall, wo mir ein Spieler dann mit seinem Knie, unglücklicherweise, es war wirklich ein Unfall, nicht mit Absicht, mit dem Knie meinen Unterkiefer dann zertrümmert hat. Wie? Ja, wir mussten dann in der Halbzeit dann ein Stück Zahn noch ziehen, weil es sehr geblutet hat. Das war sehr interessant. Der Schiedsrichter kam dann auch in der Halbzeit zu mir. Ich dachte dann, ob es mir gut geht. Seine größte Sorge war mein blutiges Trikot, dass ich doch bitte, wenn ich weiterspiele, dann das Trikot dann auch wechsle und so. War ja auch sehr interessant. Kommunikationsprofi. Absolut, ja. Absolut. Es war dann so, ich habe damals zu der Zeit habe ich sehr hart um meinen Platz im Tor gekämpft, fast 2 Jahre. Und ich war dann so unter Strom, als mich der Trainer dann gefragt hat, ja, Philipp, kannst du weiterspielen? Das war Marcel Koller damals. Ich sage, ja klar, natürlich kann ich weiterspielen. Meine Beine gehen noch, meine Arme gehen noch. Ich muss nicht unbedingt Kopfwelle machen, ich stelle mich jetzt weiter in die Kiste und habe dann das Spiel fertig gespielt.
wollte danach was essen, das ging natürlich gar nicht. Hab dann meinen Zahnarzt angerufen, mein Zahnarzt des Vertrauens, der in München sitzt, und der geht ans Telefon und sagt, Philipp, das sah nicht gut aus, nimm den nächsten Flieger, ich schaue mir das gleich mal morgen an. Und das war dann Sonntag. Also er hat dann Sonntag für mich dann die Praxis geöffnet, hat dann in meinen Mund reingeguckt, hat gesagt, das sieht nicht gut aus, morgen bist du, hast du schon einen Termin beim Kieferchirurgen. Und da kam dann raus, dass der Unterkiefer gebrochen ist und 3 Zähne kaputt sind, und das mussten wir dann halt alles reparieren. Und ich hatte aber dann Glück, dass dieser Kieferbruch nicht operiert werden musste, sondern der musste dann einfach nur wieder zusammenwachsen, aber dann 6 Wochen nur püriertes Essen. Und die kann Fresse jeder, halten. Und die Fresse halten, das kann auch mal jemand probieren. Wir haben dann einen Trainingsversuch gemacht. Im ersten Training habe ich dann direkt einen Ball aufs Gesicht bekommen, der Kiefer hat gehalten. Und damit war das Thema dann auch gegessen. Und haben dann in der Winterpause dann die Zähne gerichtet und auch gleich 4 weiße Zähne gezogen. Und das war eine schöne Winterpause. Und das war ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Da habe ich ein Foto gesehen. Du warst in der Druckkammer oder sowas? Genau. Wir haben versucht dann... damit der Kiefer besser zusammenwächst, damit der Knochen besser zusammenwächst, eine Unterdruckbehandlung zu machen. Und zwar wird dann unter Unterdruck Sauerstoff in so eine Druckkammer reingesprüht irgendwie, und du bist dann 2 Stunden in dieser Unterdruckkammer, und dadurch regeneriert dann der Körper ein bisschen besser, und das Knochenwachstum wird dann dadurch ziemlich angeregt. Ja, war eine nette Geschichte. Es gibt da ein ganz nettes Foto. Wie sagt man so schön, schönen Menschen entsteht gar nichts, aber da, das war grenzwertig. ja, ich habe dann auch sehr viel Zeitung gelesen zu der Zeit, ja, das stimmt, okay. Diese Druckkammer. Okay, das war tatsächlich nicht das Spiel, was er meinte. Hast du noch eine zweite Idee? Ja, er wird wahrscheinlich das letzte Spiel, mein letztes Bundesligaspiel wahrscheinlich, das war gegen Hannover, wo es dann um die Wurst ging, ob wir drinbleiben oder nicht. Das haben wir dann leider 3-0 verloren, und gut, die Szenen, die sie danach abgespielt haben, waren auch nicht sehr schön. Und absteigen ist natürlich eine ganz hässliche Geschichte. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ja leider Vergangenheit. Leider ist es so, dass der VfL den Wiederaufstieg nicht bis dato geschafft hat. Aber so wie es dazu gekommen ist, und wir waren eigentlich auf einem guten Weg, die Klasse zu halten, und sind dann an den letzten 10 Spieltage sind wir dann leider, ist uns dann ein bisschen Dampf ausgegangen im wahrsten Sinne des Wortes, und das hat auch leider interne Gründe, über die ich jetzt nicht so reden möchte, weil das dann noch zu intern ist und noch zu frisch. Aber es ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil ich habe mich da meistens drüber geärgert, und dadurch auch so ein bisschen meine Zukunft beim VfL dann auch kaputt gegangen ist. Tut mir leid, wenn ich auf der Situation rumreite. Macht aber das Spiel war ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das ja die Rückserie, wo Hannover auch wirklich am Boden lag. Das war nach dem Selbstmord von Bruder Henke. Ganz genau. Und die sind dann aber eben ja zum Schluss, im Gegensatz zu euch, quasi wieder auf der aufsteigenden Leiter gewesen und sind da mit 10.000 Leuten in Bochum gewesen und haben da das Stadion dann tatsächlich gerockt. Weil du sagtest, was denn nach dem Spiel los war, was meinst du damit? Na gut, die einen haben das Stadion gerockt, die anderen haben es fast abgerissen, okay. Der andere Fanblock, und gab dann auch auf dem Feld dann unschöne Szenen, ja, wo halt natürlich kein Fan will seinen Verein absteigen sehen. Ich glaube, wir haben da auch letzte Saison eine ganz große ganz große Lektion in Demut, glaube ich, auch lernen dürfen. Übrigens die Mannschaft auch, also der aktuelle Kader übt sich da immer noch in Demut. Aber was damals da so passiert ist, war natürlich unschön. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das ist leider halt, leider auch deutscher Profifußball, das, was da halt auch passiert ist. Und von daher, ja, und du hast recht, die nächste Saison, die dann war, Hannover hat dann den Schwung mitgenommen und hat dann die nächste Saison sehr, sehr gut gespielt. Wir haben dann in der nächsten Zweitligasaison haben wir dann Relegation gespielt gegen München-Gladbach, die wirklich auch am Boden lagen und dann nach dieser Saison auf einmal auch im Europapokal vertreten waren. Und deswegen hoffe ich, dass ich diese Parallelen jetzt auch zu unserer Situation sehe, wo wir letztes Jahr am Abgrund standen und dieses Jahr nun ein bisschen weiter weg vom Strich sind. Stammhörer dieser Sendung. Ziemlich nah am Europapokal. So nah waren wir schon lange nicht mehr. Stimmt. Stammhörer dieser Sendung wissen ja, dass ich ein kleines Fable für die Relegation habe. Wenn du das jetzt schon sagst mit dem Gladbach-Spiel, du als Profi... Er kann es nicht lassen. Ne? Findest du die Relegation eher gut oder eher scheiße? Oder wie siehst du das? Ja, das ist jetzt eine harte Frage, weil man natürlich dann guckt, ich glaube damals... Urlaub ist kürzer. Muss nicht. Ja, stimmt. Also im Aufstiegsfall ist der Urlaub kürzer, das stimmt. Wenn ich jetzt natürlich der absteigende Verein wäre, davon umkommt, ist natürlich schön, weil es eine Chance ist, vielleicht eine verkorkste Saison gerade noch zu retten. Ich glaube, der HSV kann davon Nietzing für den Verein, der Dritter wird und dann doch nicht aufsteigt, ist es natürlich das ist wie vierter Platz. Das ist wie
wie sag ich mal, alkoholfreies Bier trinken. So. Du bist so, aber es ist nicht wirklich so. Also alkoholfreies Bier trinken, habe ich noch einen anderen Verweis von dir. Das liegt das Abendblatt-Interview, genau. Nee, das Abendblatt-Interview mit dir und Sven Brodersen und Robin Himmelmann. Da wurde nämlich gefragt, warte, lass mich kurz gucken. Genau, du hast gesagt, trotzdem wäre es echt mal schön zu erfahren, wie es ist, selbst ein Tor zu schießen. Die Frage war dann, ja, dann musst du wahrscheinlich mal Elfmeterschießen trainieren. Und da sagst du, nee, ich meine ein richtiges Tor. Als Torwart ein Elfmetertor zu schießen, ist wie alkoholfreies Bier trinken. Es ist ein Tor, aber dann auch nicht richtig. Ja. Weil dann lege ich mir den Ball hin, keiner kann mich stören und schieße den Ball dann ins Tor. Ja, okay, ist auch ein Tor, freue ich mich auch drüber, klar. Aber ein Stürmer wie Marc jetzt, oder ein Spieler wie Marc jetzt zum Beispiel, der dafür ackert, der läuft dann 70 Meter über das ganze Feld, du kämpfst dich da durch, der Ball kommt, du hast nur einen kleinen Moment zu schießen, weil dann du sonst kaputt gehauen wirst und du schießt und der Ball geht rein. Boah, ich wüsste gar nicht, wie das für ein Gefühl wäre. Also ist wahrscheinlich eine Mischung aus mit der schönsten Frau, die man liebt, zu schlafen und gleichzeitig zu erfahren, dass man im Lotto gewinnt. Wahrscheinlich. Alter. Also, aber es geht um die Arbeit, die man davor irgendwie hat. Also, weil das halt eine wahnsinnige Arbeit ist, ein Tor zu schießen und die Stürmer heutzutage so viel laufen müssen. Ja gut, wenn ich mir den Ball 11 Meter vors Tor lege. Gut, ich muss auch erstmal reinmachen, aber das ist was anderes. Also. Verstehe schon. Ja, verstehe ich wirklich. Also ein Elfmeter wird selbst ich... Naja, also ich... Naja. Ja. 50-50 Chance. Umgekehrte Situation, wie ist das als Torwart beim Elfmeter? Also, wunderbar. Danke, sehe ich auch so. Wunderbar. Also ich habe, gut, die letzten Elfmeter, die ich halten durfte, das war halt bei unserer zweiten. Die waren auch ja relativ wichtig so, weil es relativ knapp war. Ich glaube, ich habe da eine relativ gute Quote und das ist, ja, ist so schön. Also ich finde es schön, weil man der Mannschaft direkt helfen kann. So, und wenn man dann so in die Gesichter der Jungs dann sieht, die dann halt auch sich wirklich dafür auch bedanken und so, ja, das ist super. Also das ist schön. Und man kann als Torwart da nur gewinnen. Also man hat da keine, außer man spielt den Cottbus und der Schütze bleibt zweimal stehen und wird trotzdem nicht abgepfiffen. Da gibt natürlich auch so Momente, wo man natürlich dann auch in die Handschuhe beißt, aber in der Regel ist es so, dass der Schiedsrichter dann schon die Ahnung hat. Und Messi Elfmeter-Variante, fand sie cool oder nicht in Barcelona? Dieser ganz langsame Anlauf, oder was meinst du da genau? Nicht einmal abspielen im... Ach so, ja, ich glaube, hat Johann Cruyff früher auch mal gemacht, oder? Genau, das wird viel Moment zitiert. Finde ich nicht so, finde ich gar nicht so schlecht. Du musst natürlich wache Mitspieler haben, die dann darauf, die ja, das kennen. Muss man halt vorher mal sagen. Muss man so ein Zeichen wie beim Baseball vereinbaren. So. Ja. Handzeichen sieht man jetzt im Radio auch nicht, aber ich mache Handzeichen. Wir hatten, also mein Schiri-Kurs war ja gerade vor dieser Szene und da haben wir genau das halt besprochen, dass der Elfmeter ja als und ausgeführt gilt, wenn der Ball nach vorne geht. Ich bis heute dein Klugscheißer-Posting dazu. Nee, habe ich einfach nur gesagt, war korrekt ausgeführt, aber haben ja Colinas Erben vor mir schon gemacht, muss ich ja nicht auch noch bestätigen. Aber wo ich hier gerade im Schiri sitzen habe, ne? Kreisklasse Segeberg, ne? Überfordere ihn nicht. Aber bester im Schiedsrichterlehrgang, also. Und der Einzige hier in der Runde. Ich wollte gerade sagen, was erwartest du? Mehr kriegen wir hier nicht. Wenn der Torwart den Abstoß ausführt, muss der Ball erst den Strafraum verlassen haben, bevor er gespielt werden darf, korrekt? Also regeltechnisch ist der Ball im Spiel, wenn er den Strafraum verlassen hat, ja. Genau, weil wir hatten im Spiel gegen Frankfurt eine Szene, wo Robin Himmelmann einen Abstoß macht und ein Frankfurter irgendwie dazwischen springt. Ja. In dem Versuch zu stören und um mich herum waren alle ganz panisch und ich meinte, was soll passieren, wenn er den Ball spielt, gibt es Freistoß. Und gelbe Karte. Also ich habe mich ein bisschen geärgert, dass der zu langsam war und ihn nicht berührt hat, weil wenn er ihn berührt hätte, hätte es zusätzlich auch noch gelbe Karte gegeben. Das heißt, Himmelmann hätte ihn anschießen können. Ja, ein sträfliches Versagen seinerseits. der hat keinen Schiedsrichterlehrgang gemacht. Da merkt man sowas gleich, die Qualitätsunterschiede. Das wäre dann so, wir treten in den Rasen kaputt, gelbe Karte gewesen. Also wenn die schon gewinnen, hier wenigstens eine gelbe Karte für irgendwas Dummes. Ja. Ja, du hast schon sehr viel Positives über den Verein und dein Gefühl für diesen Verein und wie du dich hier fühlst erwähnt. Da ist es fast überflüssig zu erwähnen, aber du warst einer von zweien, der letztes Jahr, als es spitz auf Knopf stand und der Abstieg durchaus eine Alternative war oder realistisches Szenario, hast du als einer von zweien zusammen mit Schnecke Kaller gesagt, du bleibst auch in der dritten Liga. War das eine lange Diskussion? Hast du da irgendwie mit dir ringen müssen?
Er schüttelt den Kopf. Will nicht sehen. Nein, also es war, ich weiß gar nicht, also wir waren relativ schnell. Also es war ja so, dass ich dann auch selber, die Wege waren relativ kurz, weil ich keinen Berater habe in dem Sinne, sondern mich selber vertrete in solchen Fragen. Und ich dann ein relativ gutes Verhältnis dann auch mit den Verantwortlichen dann auch oder immer noch habe und wieder relativ schnell, ja, was heißt, zu einer Einigung gekommen sind, aber die der Prozess relativ schnell voranging, würde ich das mal so sagen. Also man, die Sachen waren relativ schnell abgesteckt. Natürlich ist bei so einer Verhandlung natürlich auch schwierig, dann man kann nicht sagen, ja, ist mir scheißegal, was ihr mir bezahlen wollt oder was ihr mit mir machen wollt, ich bleib so oder so. Klar muss man da auch so ein bisschen pokern, deswegen ist es dann so, dass dann die Absicht, dass man auf jeden Fall bleiben möchte, die kam auf jeden Fall relativ früh durch. Das war das Signal für den Verein, damit der Verein auch da auch ein bisschen besser planen kann. Ich glaube, ich habe da jedem dann auch so ein bisschen weitergeholfen in der Sache. Und ja, ich kann mich noch erinnern, das war nach dem Auswärtsspiel gegen 1860, was wir verloren haben, was total unnötig war. Und ich glaube, wir waren dann sogar Letzter und wir waren schon in diesem Prozess drin, was ist nächstes Jahr und so weiter und so fort. Und das hört sich jetzt auch total hart an, also total so, ich fand nicht sentimental an, aber der Verein stand 2012 zu mir, als ich arbeitslos war. Und so habe ich auch gesagt, okay, egal was mit dem Verein passiert, so werde ich halt auch zum Verein stehen, egal was passiert. Und ja, dazu gibt es, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Und nach diesem Vertrag sind es dann wieder 4 Jahre, wo ich dann bei einem Verein war. Wer weiß, wie weit es noch geht. Aber dann, ja, das ist auch so ein Stück Loyalität ist sexy. Genau, dein Vertrag läuft bis 2017, dann bist du 34. Das geht dann ja aber noch 2-3 Jahre weiter. Ja, also wenn ich jetzt so meinen Körper höre, wir haben ja damals auch über die Situation gesprochen, als ich arbeitslos war. Da hat sich der Körper auf jeden Fall nicht so angefühlt, wie er sich jetzt anfühlt. Und es ist wahrlich so, dass mit jedem Jahr, wo ich jetzt hier spiele, ich mich fast eigentlich immer ein Jahr jünger fühle. Das ist seltsam, aber ich morgens aufstehe. Die gesunde Seeluft macht das. Ich kann auch sein, das kann auch sein. Oder die Nähe zu meiner Großmutter jetzt, die in Lübeck wohnt, dass ich da mal Gutes zu essen bekomme, das kann natürlich auch sein. Nein, aber es ist wirklich so, dass ich seit geraumer Zeit morgens aufstehe und keine Schmerzen habe oder kaum Schmerzen habe. Und das war schon mal anders. Also und das liegt jetzt, glaube ich, nicht nur daran, dass ich mich hier sehr, sehr wohl fühle, sondern das liegt auch an meinem Training, an meiner Ernährung. Wir haben einen super Trainer, die sich darum kümmern. Ich habe einen super Torwarttrainer, der sich da keine Gedanken um meine Fitness machen braucht, sondern mit mir wirklich sehr viel im technischen Bereich arbeiten kann und so. Und ja, das gibt mir der Körper jetzt gerade so ein bisschen zurück und ich fühle mich klasse und meine Mitspieler werden auch immer jünger, ist ja klar. Es kommen wieder neue dazu, aber ich werde immer ein Jahr älter. Das hält dann auch ein bisschen jung so und von daher, naja, alles gut. Direkt daran anschließend, also das Abendblatt-Interview habe ich schon erwähnt, das fand ich total lesenswert, war eben mit dir, mit Robin Himmelmann und Sven Brodersen in der Winterpause. Sehr schönes Zitat von Sven war: Philipp kenne ich noch aus meiner Bundesliga, aus den Sticker-Alben, als er in Bochum in der Bundesliga spielte. Das zeigt ja auch ganz gut so diese Bandbreite. Und dazu halt ein Zitat von Robin, der dann sagt: Ja, Philipp hat viel Erfahrung mit dem Team gemacht, von ihm kann jeder viel lernen, auch die Feldspieler übrigens. Was das bringst stimmt. du denn? Zwei Weiße hat man ja schon rausgehauen. Ach genau, Waldemar, ja. Lupfen. Ja, wobei Waldemar ist mehrfacher Nationalspieler, der weiß selber, wie man ein Tor reinschießt. Ich gebe aber gerne auch Feedback, weil viele Spieler nicht wissen, wie das Gefühl eines Torhüters ist, wenn jemand aufs Tor schießt. Und gerade bei den Stürmern, es gibt ja so ein bisschen auch, es gibt Stürmer, die strahlen in Gefährlichkeit aus, es gibt aber Stürmer, die stehen im Fünfer mit dem Ball, dann ist bei mir aber immer noch kein Alarmstufe rot. So, also gerade bei Jungspielern, den kann man dann schon erzählen, weil natürlich jetzt nach meinen 15 Jahren als Profi sich Dinge wiederholen im Fußball. Abläufe wiederholen sich und dann, wenn bestimmte Sachen passieren, dann weiß man auch, was im nächsten Moment passieren wird. Und das kann man den jungen Spielern sagen, um denen einen Wissensvorsprung zu geben. Egal, ob jetzt es innerhalb des Teams ist, ob es um Trainingsarbeit geht, ob es ja einfach mal auch um Kopfwaschen geht. Ich habe gerne auch mal den einen oder anderen Spieler, nehme ich mir einfach mal so nach dem Training, gehe ich auch mal gerne so eine halbe Stunde einfach mal joggen, um auch selber mal so ein bisschen frei zu werden dann von allem. Und gerne nehme ich dann auch einen Spieler mit, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich muss mit ihm reden, weil er ein bestimmtes Feedback braucht. Und ich glaube, dass ich meinen kleinen Teil zu dieser Arbeitsatmosphäre, die bei uns herrscht, mit beitragen kann.
auch durch solche Gespräche, durch ja, ich versuche halt Leute alle mit ins Boot reinzunehmen, auch neue Spieler mit ins Boot reinzunehmen. Beispiel Rio, jetzt der aus Japan kam, sich direkt verletzt hat, was mir wahnsinnig leid tut, den auch mit ins im Boot drin zu halten, weil so ein Spieler, der natürlich dann ein halbes Jahr verletzt ist, Schwierigkeiten hat, dann auch eine Bindung zu finden. Und oder einen oder anderen Spieler dann auch ein bisschen zu vermitteln, was der Verein auch für Möglichkeiten hat. Und also außerdem hinaus, dass du halt in einem geilen Stadion spielst, mit einer geilen Stimmung, mit geilen Fans, mit einem geilen Umfeld, sondern was es außer dem Fußball noch hier so alles gibt. Und das versuche ich jetzt so ein bisschen reinzubringen. Und ich denke jetzt mal so die Arbeitsatmosphäre, die bei uns herrscht innerhalb des Teams und im Training und auch die Ergebnisse, die dann so über die längere Zeit jetzt bei uns dann auch erzielt werden. Ich denke, dass ich da so ein bisschen auch mein kleines Musiksteinchen mit rein gemeißelt habe bis jetzt. Bestimmt. Ich habe eigentlich hätte ich die Frage vorwegstellen sollen von Jasper Jones, der nämlich fragt, wie ist denn das Gefühl, eigentlich nie zu spielen? Das ist so ein bisschen ketzerisch formuliert, aber dann, wie kann man die Mannschaft neben dem Feld unterstützen? Hast du jetzt gerade schon viel zu gesagt. Hast du auch vielleicht darüber hinaus noch so ein paar Rituale am Spieltag, wo du Spieler nochmal ein bisschen schubst oder eher in Ruhe lässt? Oder? Ja, es gibt halt, wenn man die Spieler kennt, und ich kenne jeden Spieler, ich kenne von jedem Spieler die Geschichte, die hinter dem Spieler steckt so ein bisschen, und weiß dann auch, wie man den einen oder anderen Spieler zu ja anzusprechen hat oder zu nehmen hat. So, das ist halt immer ein bisschen schwierig, weil in diesem Business, und ich nenne es Business, alles sehr hart ist und alles so mit der Keule oder mit der Motorsäge gehandhabt wird. Manchmal ist es auch wichtiger, dann auch mit dem Skalpell zu arbeiten, um einen Diamanten dann auch so und so zu schleifen oder das Bild so und so zu nehmen. Und ja, das ist bei jedem Spieler anders, und ich denke, dass ich da eine gute Menschenkenntnis habe, gerade auch über meine Erfahrungen, die ich jetzt im Profifußball auch habe. Und ja, für manchen Spieler ist es auch wichtig, in der Halbzeit ein Feedback zu bekommen von außen. Und wenn es nur das ist. Oder ein Spieler hat private Probleme und muss es einfach mal aussprechen. Oder nicht nur Spieler haben Probleme, sondern auch Leute, die drumherum sind, haben Probleme. So, und man weiß gar nicht, was Worte oder was ein Gespräch alles auslösen kann bei jemandem, der vielleicht ja eine bestimmte auch eine Blockade hat oder sonst irgendwas. Also auch ja ausländische Spieler. Also es gibt wahnsinnig viele Beispiele, und sollte es aber dazu kommen, dass ich spiele, ich meine, das Tor ist in den letzten 15 Jahren nicht größer geworden, das Feld ist nicht größer geworden, die Regeln sind immer noch die gleichen. Es hat sich nichts verändert. Das ist wie Fahrradfahren. Ganz genau so ist es. Apropos Diamant, wann sehen wir Rio Miyagi denn auf dem Platz? Ja, das ist halt so eine Frage. Er hat jetzt angefangen, bei uns jetzt mit der Mannschaft mitzutrainieren. Wir haben da eine neue Form, um Spieler wieder zurückzuführen ins Mannschaftstraining, auch in den Leistungsbereich sozusagen, wo dann auch Zweikämpfe passieren, die vielleicht nicht so zu kontrollieren sind. Und das ist gerade bei seiner Verletzung ja wahnsinnig schwierig. Aber ich denke jetzt mal, dass im März, Ende März, er dann auch wieder so konkurrenzfähig ist, dass er uns dann auch helfen kann. Und wenn er konkurrenzfähig ist und fit bleibt, also da klopfe ich jetzt dreimal auf Holz, dann ist es eine richtige Verstärkung für uns, absolut. Sehr schön. Das Wort Business hast du gerade schon verwendet, und das bringt uns jetzt zu der Klammer zurück, die wir ganz am Anfang gezogen haben. Nämlich, du hast gesagt, das dreckigste Business, was es gibt, sinngemäß. Das bezog sich nicht auf Fußball, sondern meines Wissens zumindest bist du der einzige FC St. Pauli-Spieler, der in der internationalen Filmdatenbank enthalten ist. Genau so ist es. Man kann meinen Namen sehen, Seen in Antisocial, so heißt der Film. Da habe ich ein Bild gemacht, habe es meiner Schwester geschickt und habe gesagt, so, ich bin jetzt auch im Business drin, so, also als spaßmäßig so. Ich habe das dann Weihnachten wieder zurückbekommen, habe dann ein Bild geschenkt bekommen mit diesem Snapshot eingerahmt und habe gesagt, schau Philipp, das kannst du jetzt schon mal an die Wand hängen und sowas. Und ja, wir haben ein bisschen Spaß drüber gemacht, so. Also es ist natürlich lustig, aber ja, es war eine nette Erfahrung, und aber ich weiß natürlich auch von meiner Schwester, die jetzt Schauspielerin, mein Schwager ist Schauspieler, was das für ein Geschäft ist. Boah, und das ist nochmal, das kann nochmal dreckiger sein als das, was ich im Fußball erlebt habe. Das ist jetzt ja ein Film, der erst kürzlich aufgenommen wurde. Bereits vor 2 Jahren warst du ja im Gespräch für eine Rolle als ja, Darsteller für Bert Trautmann, der damals ja in England in Kriegsgefangenschaft geriet und als deutscher Torwart dann sehr prominent wurde, und eben berühmt ist diese Szene, wo er sich das Knick im FA Cup-Finale gebrochen haben soll oder ein Halswirbel, wie auch immer, das dann noch zu Ende gespielt hat. Wie ist da der Stand? Haben wir auch als Frage von Cody bekommen. Also es war so, dass wir durch den Film, den ich damals gemacht habe, Antisocial, der Regisseur, der das Ganze geplant hatte oder immer noch plant,
ein bisschen sehen wollte, wie ich mit einem Filmset umgehe, wie mein Englisch so ist. Es ist deutsch genug, das Englisch sozusagen, weil ich soll ja jemand Deutsches darstellen sozusagen. Lauter so Kleinigkeiten und so und war davon ja ganz angetan und so und kam dann halt mit dieser Idee auch dann um die Ecke, dass er das unbedingt machen möchte. Es war dann leider so, dass man dann Produzenten dafür gesucht hat, weil dazu braucht man auch immer Geld. Der wurde dann auch eigentlich auch gefunden dann in München. Das, was schade ist, dass der Produzent mit dieser Idee dann zu einem anderen Regisseur gegangen ist und der diese Idee jetzt aufgegriffen hat und ich bis jetzt gerüchteweise mitbekommen habe, dass ich praktisch dann für die deutsche Produktion, es soll dann ein Fernsehspiel werden, also kein Kinofilm, sondern ein Fernsehspiel. Ich auf jeden Fall jetzt nicht der Hauptdarsteller sein soll, sondern ich soll auf jeden Fall die Doubles machen und eine Nebenrolle dann auch spielen in dem Ganzen. Und davon weiß ich aber jetzt persönlich noch nichts. ist aber sehr interessant, halt über andere Kreise das dann irgendwie so zu erfahren, dass ich da anscheinend schon für Dreharbeiten eingeplant bin. Super interessant, also wie gesagt, mal gucken, was daraus wird. Es ist immer noch so ein schwelendes Thema, aber es wäre eine riesen tolle Geschichte, weil das muss unbedingt verfilmt werden, weil das eine super Integrationsgeschichte ist. Du hast es schon ein bisschen erzählt, Kriegsgefangenschaft, russische, amerikanische, englische und hat sich dann in einer Zeit, wo Deutsch nicht sehr beliebt waren in England, dann ja zu einem Publikumsliebling gemacht. Und das ist eine riesen tolle Geschichte, die super auch in diese Zeit passt. Körperdouble wäre ja auch mal was Spannendes. Ja, okay. Stunts. Distanz sozusagen. Okay, so, ich gehe nochmal meine Zettel durch. Das meiste habe ich abgehakt. Du musst noch sagen, wie du zu 1860 stehst. Ja, wahnsinnig schwierig. Als ehemaliger Roter, also Bayern-Spieler und auch Hachinger, gab es sehr schöne Derbys, auch in der Allianz Arena. Da war sie auch mal voll bei einem 60-Spiel. Das hat er so auch mal hingesagt. Da waren alle 20.000 unter Hachinger, waren dann auch im Stadion sozusagen auf einer Tribüne versammelt. Das waren schöne Erlebnisse. Das ist so, was heißt Hassliebe, möchte ich jetzt so nicht sagen, aber ja, wie steht ihr zum HSV? Wir zum HSV? Können wir eindeutig beantworten. So eindeutig können wir es auch beantworten, aber es wäre trotzdem schade und sehr schlimm, wenn der Verein aus der zweiten Liga absteigen würde. Da bleibe ich dabei. Also bei allem Ding. Ist das nicht auch eine Chance für den Verein tatsächlich, wenn man 60, also ich finde ja 60 total bescheuert, würde aber, wenn die halt im Grünwälder spielen würden, die glaube ich nicht mehr so bescheuert finden, wenn sie dann nicht wieder alles sofort falsch machen, was sie in den letzten, das Problem, was sie seit Wildmoser falsch gemacht haben. Ja, aber das Problem am Grünwalder Stadion ist halt auch ein bisschen die Stadt. Es gibt da so ein bisschen auch Querelen, auch mit Parkanbindung und so weiter und so fort, Infrastruktur. Was aber noch viel, was halt schade an dem Verein ist, er hat wahnsinnig großes Potenzial, eine wahnsinnige Geschichte. Und dass das gerade so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, Füßen getreten wird durch irgendwelche Investoren und so weiter und so fort, ist, glaube ich, auch ein Mahnmal für jeden anderen Verein, der ein bisschen eine Tradition und Historie vorzuweisen hat, sich nicht in Hände von irgendeinem Investor zu geben, sondern zu versuchen, die Geschicke noch selber in der Hand zu haben. Und ich glaube, da sind wir hier beim FC St. Pauli auf einem ganz guten Weg, denke ich jetzt mal. Ja, die beim HSV nicht. Also beim HSV nicht. So, und da gibt es halt dementsprechend auch wieder Parallelen dazu. Ja. Aber es bleibt trotzdem schade, weil nämlich Fußballvereine mit Tradition sollten immer noch dem Hoffenheimischen und dem Leipzigischen Nicht-Vereinsgedanken werden. So. Ja, trotzdem sollten wir das Heimspiel gegen die gewinnen und dann, mal gucken. Düsseldorf steht auch nicht in der Schauspielerdatenbank. Wollte ich nochmal kurz nachreichen. Das ist zwar besser geworden. Jetzt beim Nachhören, verstehst du? Als Laienspiel-Ensemble meinst du? Ja, Volksbühne. Düsseldorfer aber Volksbühne. Seit Norbert Meyer da weg ist, ist es doch besser. Also ja, weniger geworden. Das Meter gestern war auf jeden Fall. Ich wollte auch erst Arjen Robben sagen, aber der ist ja auch vielleicht auch kein Deutscher. Ich weiß nicht so genau, wie man da in diese Datenbank reinkommt. Nee, das ist egal, das sind internationale. Ah, okay, ja, dann steht er auf jeden Fall drin. Okay. Lass Arjen. Gut. Ich habe alles abgehakt, was ich abhaken wollte. Habt ihr noch was? Nö. Dann sind wir soweit durch. Philipp, möchtest du noch was loswerden an die Millionen Hörer da draußen? An die Millionen Hörer? Nee, also. Denkt dran, ist für immer im Internet. Ist für immer im Internet. Nicht so wie früher. Nein, ich glaube, das Einzige, was mir noch so im Kopf bleibt und was ich mir wünsche, ist, dass wir viele Leute im Stadion haben, die nicht nur konsumieren, sondern dass wir sehr viele Leute haben, die auch sehr viel in den Verein reinstecken. Ich sage auch immer dazu immer Gestalter und Konsumenten. Klar, es muss auch Konsumenten im Stadion geben, aber je mehr Gestalter wir im Stadion haben, desto schöner ist es für alle. Und ich glaube, dass ja, wenn man einen Konsumenten neben sich stehen hat, dass man den vielleicht mit anzünden sollte, sich dafür zu begeistern, was es hier ausmacht. Und ich
glaube, für den einen oder anderen Konsumenten ist es auch mal ganz gut, die Stadionordnung mal zu lesen und dann sind wir alle auf einem guten Weg. Welcher Schlusswort? Das hätten wir nicht besser machen können. In dem Sinne, schönen Abend euch allen. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich habe zu danken. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss.